Ja, huhu und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Runde hier beim Quali. Und ich begrüße euch zu V20 Vampire. Ja, solange wir die V20 noch aktuell spielen können, weil bald kommt ja die V5 raus. Dam, dam, da. Ja, ich spiele nicht alleine, ich spiele wie immer mit vier blutjungen Vampiren zusammen, nämlich mit Emma Williams alias Sere. Und mit William Andrews alias Mortifer Morse alias Joe. Ja, Frage ist nur, ob im Backgammon oder im Schach. Und Jonathan Bauer, gespielt von Mishka. Oh, jetzt mal wieder kein Ton. Und Bild, verdammt. Wo ist das Bild von da, Jonathan Bauer. Ha, jetzt hat er Mischka Bild, guck mal. Dann nehmen wir nochmal ein, wir waren gut zusammen. Ich muss das mal etwas übersichtlicher gestalten hier im OBS. Ja, ihr müsst mir jetzt aber vertrauen, dass Sere und Joe euch hier ganz herzlich auch begrüßt haben. Also ich kann es ja einfach nochmal machen. Ich gewinne heute so oder so. Alles. Backgammon, Schach, vielleicht auch die Schnitzeljagd, man weiß es nicht. Ja. Last but not least, Melina Farinadis, gespielt von Leopardin202. Guten Abend. Ja, wir befinden uns im Chicago des 21. Jahrhunderts und unsere vier Vampire sind relative Vampir-Neulinge in der Stadt, haben schon so einiges erlebt in Chicago und mit dem ganzen Klüngel in Chicago. Sind so mit dem Prinzen und ja, haben vor der vorletzten Folge auch erfolgreich ihren Status in der Stadt verteidigt als wahre Mitglieder der Camarilla. Und ja, aber irgendwas läuft nicht ganz richtig in dieser Stadt. Der Prinz wird angegangen von allen Seiten. Unsere vier Protagonisten kriegen das zu spüren als Lieblingskinder des Prinzen quasi. Und ja, zusätzlich müssen sie sich noch um ein Toreador-Küken namens Portia kümmern. Alles nicht ganz so einfach in der Welt der Untoten. Aber was genau beim letzten Mal passiert ist, das sagt euch der Gruppenchronist Jonathan Bauer. Also, der begann damit, dass Jonathan sich im Internet auf die Suche über Werwölfe und Informationen zu diesen ja, aufmachte und zu nahezu 90% Wahrscheinlichkeit oder Übereinstimmung sagten die Quellen, dass Werwölfe tatsächlich gegen Silber anfällig wären, dass es Unterarten, so etwas wie Clans bei uns, bei ihnen auch gäbe, dass es welche gäbe, die in Städten lebten. Dass es in Chicago tatsächlich schon mehrfach Sichtungen gab, oft an Stadträndern, aber auch gehäuft im Zentrum der Stadt, oft im Gebiet um die Wrestling-Arena herum. Danach begab sich Jonathan zu dem Spielplatz, beziehungsweise ich glaube, wir fuhren alle dorthin, um nochmal Nachforschungen anzustellen, sich auf diesen Ort zu konzentrieren und fand heraus, dass der Angreifer eine Person in Jonathans Größe war, ziemlich schmächtig und haarlos, also zumindest pelzlos. Ob es jetzt eine Glatze hatte, die Person, weiß ich nicht. Im Internet gab es die Info, dass die Werwölfe sechs verschiedene Formen annehmen könnten, unter anderem auch haarlose. Größe und Gewicht von diesen wurde nicht weiter spezifiziert. William ging auf die Suche nach Simon und war da, glaube ich, auch mehr oder minder erfolglos dabei. Melina suchte Dr. Critias und traf ihn tatsächlich bei einem Pfandleiher. Da hat dieser sich dort ziemlich massiv mit Waffen eingedeckt. Danach ging sie zum Primogenen der Gangrel. Diese sagte, dass die Angriffe nicht von Werwölfen kämen,
Das wüsste sie, da sie da gewissen Kontakt hin hätte. Außerdem bekam Melina ein Buch über das Gehenna von ihr. Zurück in der Wohnung las sie dieses auch uns vor, also quasi Melinas Geschichtsstunde am Abend oder in der Nacht. Am nächsten Abend gingen wir alle ins Dojo, um dort ja, Fechten zu üben, da wir denken, dass wir uns eventuell mal unserer Haut erwehren müssten. Dort tauchte ein Mann mit schillernder Aura in der Aura-Sicht auf, was auf eine Wehrkreatur hinschließen lässt, die dann im Bad verschwand und dort nie wieder herauskam. Zum Schluss untersuchten wir das Bad, in dem sich Jonathan auf den Spiegel dort konzentrierte. Und dieser zeigte, dass der Mann auf ihn zuging und quasi durch ihn hindurch. Und jetzt stehen wir da betroppelt wie die yep, Ölgötzen und wissen nicht weiter. Zurück an den Spieler. Ja, der Mann ist verschwunden. Und ja, ihr wurdet, glaube ich, auch schon herauskomplimentiert von dem mexikanischen, von der mexikanischen Reinigungskraft des Dojos. Und ja. Weird. Und so. Schon. Ihr hattet noch ein paar Anhaltspunkte, denen ihr nachgehen wolltet. Ihr wolltet, glaube ich, nochmal mit Maureen sprechen. Und ja, auch der Rückruf quasi von den Nosferatu steht ja auch noch aus. Genau. Emma hatte sich außerdem um eine neue Wohnung gekümmert gehabt. Ja, da muss man sich auch irgendwie jetzt um den Umzug wahrscheinlich irgendwann kümmern. Ja. Wir warten indirekt auf Feedback von den Tremere, was die über Werwölfe wissen, an den Prinzen. Das heißt, da müssen wir irgendwann im Laufe der Zeit mal nachfragen. Genau. Ja, dann, wo wollen wir jetzt hin? Hallo? Schweigen. Wir wollten doch zu, wie heißt sie denn? Maureen? Maureen, genau, danke. Ich hing jetzt fest. Da wollten wir hin. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Maureen wohnt ja in diesem kleinen Apartmenthaus schräg gegenüber von der abgebrannten Wrestling-Bude von Mortifamance. Und ja, das hattet ihr letztes Mal ja auch schon rausgekriegt. Sie hat ja auch einen sehr eigenartigen Nachbarn. Indeed, den hat sie. Oder alternativ könntet ihr direkt zu dem Tierheim fahren und sie da suchen. Also die Frage ist, wo geht ihr zuerst hin? Wo stehen die Chancen, besser sie zu treffen? Wie spät am Abend ist es denn? Ja, ihr hattet ja trainiert in dem Dojo und ich denke mal, es ist schon fortgeschrittene Abendzeit. Also ich denke mal, die Sonne wird in so 3, 4 Stunden aufgehen. Dann würde ich sagen, ihr werdet loyal im Anbetracht der Ereignisse und der Themen, die jetzt für die Primogen anstehen, bezüglich ja, Vorbereitung, denke ich, dass sie zu Hause sein wird und dort irgendwelche geschäftlichen Dinge erledigt. Oder was meint ihr? So spät wie es ist, ist das wahrscheinlich. Dann zu dem Apartmenthaus. Der Rolyko sagt es schon mal für alle, die nicht dabei waren. Genau, die Maureen ist der Primogen der Maikavianer in der Stadt. Genau. Also die mächtigste Maikavianerin in Chicago. Vielleicht beerbt William sie ja irgendwann als Primogen. Wer weiß. Stimmt. Ja, er dann kommt zu dem Apartmenthaus und klingelt an dem Klingelschild. Wie heißt sie? O'Reilly oder O'Reilly?
Marine. Und ja, es wird sogar aufgemacht, obwohl keiner mit der Gegensprechanlage bei euch irgendwie fragt, wenn das so ist oder so. Oh, dann ist sie aber wohl zu Hause. William, möchtest du vorgehen? Das ist ja schließlich von dir Verwandtschaft. Verwandtschaft? Von mir? Naja, sowas wie Tante Maureen. Also, ich hatte meine Tante, aber die hieß nicht Maureen. Die hieß nämlich Patrizen. Und die kam aus Polen. Aber ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Vielleicht will Maureen ja meine Tante werden. Wäre doch eine gute Gelegenheit zum Nachfragen. Ja, das ist äußerst gut zu wissen. Aber ich bin schüchtern. Ich überlasse dir den Vortritt, Jonathan. Gehe voraus und kündige mich an. Na gut. Ja, gehe ich vor. Aber denk dran, ich bin Wrestling Champion of the World und ich habe 2 Titel. Also einer ist noch eingeschlossen. Könnte ich das jemals vergessen, William? Sehr gut. Und so musst du mich auch ankündigen. Soll ich sie nochmal beibringen, kurz, oder weißt du es von alleine? Ich glaube, ich krieg's hin. Na gut, also wenn ich, Siri wird dir sehr gerne helfen. Du musst nur sagen, Alexa, Siri, kündige Mortifer Morse an oder so. Soll ich sie mitnehmen? Bist du irre? Ich lasse sie doch nicht aus den Augen. Das ist der größte Schatz der Welt. Willst du vor der Tür warten und ich soll dich reinrufen? Ja, genau. Und dann spielst du meine Entrance-Music ab. Mit Siri. Ja, du kannst ja dann rufen, Siri, spiele die Entrance-Musik von Mortifer Morse. Ja, das zeigt sich dann. Sehr gut. Alter, während ihr diskutiert, ne, das dauert mir alles viel zu lange. Ich bin schon drin. Ist halt in diese, ist ja eine kleine Apartment-Wohnung. Diese enge Treppe nach oben. Auf der linken Seite war das Apartment von diesem merkwürdigen Mann, bei dem ihr euch alle sehr unwohl gefühlt habt. Auf der rechten Seite wart ihr zwar noch nie drin, aber angeblich soll da die Maureen wohnen. Und auch da ist auch schon die Tür offen. Ja, dann geh ich da mal rein. Klopf doch mal so an die Tür, Maureen. Ja, man riecht von Weitem, also schon aus der Tür heraus, ja, den Duft von frisch gebackenen Plätzchen. Oh, wie gut das riecht. Ja, ich gehe zur Tür rein und schnupper, aus welcher Richtung der Duft kommt und folge ihm. Ja, dein Weg führt dich schnurstracks in die Küche des kleinen Apartments. Es ist wirklich ein relativ kleines Apartment, ein kleines Wohnzimmer, dann eine Tür, die abgeschlossen, also die nicht abgeschlossen, aber zu ist, wahrscheinlich ins Schlafzimmer führt. Ja, im Flur, kurz hinter der Tür, hast du noch eine Tür gesehen, die wahrscheinlich ein WC-Tür sein soll. Zumindest das Zeichen auf dieser Tür zeigt es an. Und geradeaus ist eine Küche und Maureen ist in einer Schürze und einem ziemlich altbacken aussehenden Kleid mit großen rosa Plüschpantoffeln gekleidet vor dem Herd und schaut sich ganz gespannt das Geschehen an, was in diesem Herd wohl passiert. Was man sehen kann, ist, dass es ein Gasherd ist. Sitzt da wie so ein kleines Kind vor diesem Fensterchen im Backofen. Und einen wunderschönen guten Abend. Ja. Scheint dich erstmal gar nicht zu beachten. Also, auch wenn ich nicht angekündigt wurde,
Hallo? Was guckst du da? Keine Reaktion. Schaut wie ein gebannter Toreador vor der Mona Lisa auf diesen Backofen. Ich hock mich neben sie und schaue in den Backofen. Ja, da sind so Cupcakes drin, die so langsam aufquillen. Ja. Lecker. Wahrscheinlich so mit Schokostreuseln dran und so. Meine Mutter hat immer solche gebacken. Ja. Ich stupse ihn mal mit einem Finger an. Sie dreht ganz langsam ihren Kopf zu dir rum. Psst. Schaut dann wieder auf den Ofen. Dann schaue ich ratlos zu den anderen. Naja, da weiß ich jetzt gerade auch nicht so richtig, was wir da zu fangen. Sie scheint uns ja wahrgenommen zu haben. Sie hat uns die Tür auch aufgemacht. Maureen? In dem Augenblick erklingt eine Eieruhr. So pling! Und wie von der Tarantel gestochen, springt Maureen nach oben nimmt sich. Ich gehe aus dem Weg. Nimmt dann so die beiden Hände so in die Schürze, reimt die sich so. Ah, Besuch! Hervorragend! Das Essen ist gerade fertig. Geh mal weg, Kindchen da. Ja, und dann nimmt sie zwei große, überdimensionierte Topflappen mit Katzenmotiven drauf und holt das Backblech mit den Cupcakes aus dem Ofen. Vorsicht, heiß! Ab. Ja, und das riecht hervorragend. Ja, das will allerdings ich doch hoffen. Allerdings waren wir dafür nicht gekommen. Wir haben nämlich Fragen. Fragen? Immer fragen die Leute nur. Nie wollen sie Cupcakes essen. Das ist ja auch für unser Eins nicht so leicht, oder? Also, es ist egal, ob leicht oder nicht leicht. Denn das ist die Frage. Ich möchte gerne einen Cupcake essen. Oh, bitte, sagt man da. Genau, sehr, sehr anständig. Sag bitte. Bitte gib mir einen Cupcake. Oh, William, das hast du schön gesagt. Dann geht jetzt zu dir hin, tüttelt dir so an die Wange. Warte, du hast da einen Fleck. Ja, das ist. Such dir einen aus. Ich empfehle dir den hinten rechts. Also, aber Vorsicht, der ist frech. Der ist frech. Frechen will ich nicht. Ich nehme den hin links. Der sieht am schmackhaftesten aus. Und außerdem könnten wir ihm noch einen kleinen Wrestling-Gürtel umbinden. Ja, das könnte man tun. Aber es gibt, meinst du, es gibt einen in seiner Größe? Ich meine, stehen würde es ihm, glaube ich, oder? Natürlich gibt es einen in seiner Größe. Es gibt in jeder Größe, in jeder nur erdenklichen Größe, gibt es Wrestling-Gürtel. Ja. Aber er hat sich ihn nicht verdient. Das stimmt allerdings. Vielleicht sollte er... Er sollte kämpfen. Ja, gegen den hinten rechts, weil der ist immer böse. Okay. Kämpft! Passiert natürlich schon nichts, weil das sind Cupcakes. Ich sehe schon, es geht gleich los. Seht ihr es auch? Seht ihr auch da? Schaut mal da hinten und ich... Wo zeigst du hin?
einfach von den Cupcakes weg, dass die da weggucken müssen. Ja, alle gucken weg. Außer, ja, also Maureen guckt weiter auf die Cupcakes. Weiß nicht, was William macht. Ich beobachte natürlich den Cupcake-Kampf. Dann schiebe ich mich zwischen die und hau den einen platt und drehe mich darum. Welch? Ach nein, war doch nichts. Den sie als böse bezeichnet haben. Ah, den hinten rechts, den frechen. Gut, dann ist der platt. Bravo, bravo. Das war ein guter Kampf. Jetzt bekommt er seinen Gürtel? Ja, Moment. Gürtel. Wo kriegen wir denn jetzt einen Gürtel her um diese Uhrzeit? Also, ich kenne da ein gutes Geschäft. Das stellt sehr intensiv gute Gürtel aus. Der Jonathan, der war da schon mal mit mir. Ja. Wir könnten ihn schicken. Nehmt doch diesen so lange. Ich greife mal hinter mich und lass es hinter mir zum Miniatur-Wrestling-Gürtel erscheinen. Aber... Jawohl, ein Blutpunkt. Und ich gerade mal gucken. Ein Hoch auf die Blutmagie. Hoch auf die Blutmagie, das ist richtig. Ja, kurz noch einen Wurf machen. Müsste, glaube ich, auch 5 sein. Na, komm jetzt. Hallo? Ja, ich mache aber keinen permanenten, einfach nur. Okay. Ja, perfekt. Super schön. Und dann drapiert sie den so, als würde der den so über der Schulter tragen, der Cupcake. Oh, bitteschön, William, nur für dich. Champion für einen Champion. Vorsichtig essen. Nicht alles auf einmal. Okay. Ich beiße ihm zuerst den Kopf ab, dann reiße ich ihm die Arme raus und zum Schluss mache ich den Rest und dann beiße ich oben rein. Gute Vorgehensweise. Der schmeckt ausgezeichnet. Ja, du hast auch irgendwie so eine ganz komische Note, in die irgendwie im Geschmack drin ist. Du hast die gar nicht erwartet. Das ist irgendwie so ein bisschen eisern schmeckt. Mmh, köstlich. Ja. Also du solltest mal probieren. Ich habe eben gerade gegessen. Melina, du? Danke, nicht. Also, es ist sehr unhöflich. Es ist äußerst unhöflich. Ja. Aber wir waren doch gar nicht als Besucher angemeldet. Wir können doch jetzt nicht Maureen ihre ganzen Cupcakes wegfressen. Ich habe die doch extra nur wegen euch gebacken. Wegen uns? Ihr wusstet, dass wir kommen? Klar. Natürlich. Sonst hätte ich doch keine Cupcakes gebacken. Hat der Spiegel es Ihnen verraten? Nein. Ach, sie ist einfach schlau. Warum fragt er der Spiegel? Der Spiegel kann doch nicht reden. Ich vergaß. Entschuldigt. Unsinn. Die Jugend von heute. Dann kommt doch ins Wohnzimmer. Ich könnte ein Räucherwerk anmachen. Aber es riecht hier doch gerade so schön nach frischen Cupcakes. Das stimmt. Dann eine Kerze. Das finde ich gut. In dem Wohnzimmer sieht man tatsächlich überall Kerzen rumstehen, die so halb abgebrannt sind. Sind die angezündet? Nee, jetzt gerade nicht. Ah. Ja, sie geht irgendwie, setzt sich so an den Couchtisch. Es gibt keinen Fernseher oder sowas. Es gibt, es sieht halt, ist so eine Anrichte und ein Sekretär, so einen ganz uraltbackenen Sekretär. Und aus massivem Holz gefertigte Vitrinenwand mit so ganz alten Keramiksachen drin. Und
Und diese große Stumpenkerze auf dem Tisch zündet sie dann an mit einem Feuerzeug und lässt sich da aber ganz lange für Zeit erst anzünden. Betrachtet sie das Feuer dann erstmal, die Kerze angemacht. Ich gehe ganz langsam durch den Raum und schaue mich ganz genau um, und auch Bücher würde ich mir so mal anschauen, was sie da so da hat. Ja, es sind so die üblichen verdächtigen Bücher, die man so, also so Tolstoi und Shakespeare und sowas. So ganz dicke Wälzer, die sich im Regal halt sehr gut machen. Schwere Literatur. Was wollten wir hier gleich, Jonathan? Also Ihr außer hattet Cupcakes Fragen. essen? Genau, wir wollten Fragen stellen. Wo wir eben beim Thema Spiegel waren und beim Spiegel Etwas zu hindurch. trinken? Ich nehme Tomatensaft. Tomatensaft kommt sofort. Ich Ja. bitte auch. Aber davon würde ich auch was nehmen. Tito. Steht wieder auf und watschelt mit. Mit so einem schlurfenden Gang über diesen fluffigen Teppich auf dem Boden. Und kommt dann wieder mit so einem Tablett, wo so eine mehrere Weingläser draufstehen. Und sie schüttet dann aus einer Flasche rotes Zeugs in die Weingläser. So. Auf den Wrestling-Titel. Auf den Wrestling-Titel. Auf Mortifer Mors! Ja, den auch. Ich dachte jetzt eher an den von dem Cupcake, aber. Das geht noch nicht. Wir müssen ihm erst einen Namen geben. Cupcake. Das ist eine sehr gute Idee. Wir nennen ihn Cupcake. Den Cupcake-Killer. Ja. Naja. So, aber eure Fragen wollte ich ja beantworten. Setzt sich dann so, schlägt die Beine übereinander und setzt sich dann so. Ja, wir waren, nun, Zeuge waren wir indirekt, nur wir sahen einen Mann in einem Waschraum verschwinden, aber er kam nicht mehr raus. Und als wir nachschauten, war er verschwunden. Es gab keine Fenster, nur Spiegel. Und als ich den Spiegel befragte, zeigte er mir, dass der Mann auf ihn zukam und irgendwie durch ihn hindurchging und verschwand. Du hast mit einem Spiegel geredet? Ich habe seine Sinneseindrücke wahrgenommen. Er ist ein bisschen komisch. Ja. Deswegen hat er auch eben gefragt, ob ich mit dem Spiegel geredet habe. Ja, ich glaube, er steht auf Spiegel. Naja, Spiegel sind toll. Definitiv. Ohne Spiegel könnte ich mich nicht schminken. Und Nicht, dass ich ich es könnte nötig meine. hätte. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich könnte nicht meine Brustmuskulatur so schön spielen lassen. So. Ja doch, das könntest du. Könntest du es nur nicht sehen. Dann, wenn er runtergucken würde, Klugscheißer. schon. Aber Ja, aber wir lass waren dir beim eins gesagt Spiegel. sein, lieber kleiner William, mit der Muskulatur wirst du sowieso nie wieder Probleme haben. Das sollte dir doch klar sein. Natürlich nicht, weil ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio. Ja, das hilft nicht. Also, warum? Weil du tot bist. Jetzt fängt wieder das an. Jonathan, erkläre ihr, warum das nicht sein kann. Hab keine Erklärung dafür. Naja, genau genommen ist er ja untot. Das ist richtig. Sag ich doch, ich bin nicht tot. Aber der Mann mit dem Spiegel, eine interessante Beobachtung. Und was ist jetzt die Frage? Warum der Spiegel ihn gesehen hat oder warum der Spiegel überhaupt mit dir reden Wie der sollte Mann oder. verschwinden konnte.
Naja. Vielleicht war hinter dem Spiegel eine Geheimtür. Das wäre möglich. Habt ihr das untersucht? Jonathan, hast du das untersucht? Natürlich habe ich das. Dort war keine Geheimtür. Allerdings gab es noch an dem Mann etwas Seltsames. Es war kein normaler Mann, beziehungsweise sagen wir einfach mal kein normaler Mensch. Er hatte eine leuchtende, schillernde Aura. Oh. Oh. Dann habt ihr ja jemanden getroffen, den wir umbringen sollen. Hervorragend. Wo ist er hin? Ach ja, er ist durch den Spiegel gelaufen. Wie machen Sie das? Das weiß ich nicht. Wohin gehen Sie, wenn Sie durch den Spiegel laufen? In die Spiegelwelt vielleicht? Können wir in die Spiegelwelt? Könnt ihr uns irgendetwas Nützliches verraten über unseren Krieg mit den Bärwesen? Ich halte den für gut. Keiner greift einfach so meine Stadt an. Wenn die einer zugrunde richtet, dann ich. Oh, das habt ihr vor? Nein, nicht mehr. Habe ich schon mal. War nicht so Oh. spannend nachher. Irgendwie hat mir das vor dem Feuer besser gefallen als hinter dem Feuer. Aber da habe ich vorher drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist auch tatsächlich schwieriger, etwas zu beschützen, als es zu zerstören. Das ist richtig. Aber wir sollen die Werwölfe ja nicht beschützen, sondern zerstören, von daher. Also ist das einfacher. Ja. Wisst ihr, wie wir sie zerstören können? Naja, William hat es ja gerade schon vorgemacht. Zuerst den Kopf ab und dann was war das nächste, William? Die Arme, Die die Arme. Arme. Arme, sehr gut. Ja, dann können sie nicht mehr zuhauen. Aber wenn es so einfach wäre, dann verstehe ich nicht, warum es als so schwierig hingestellt wird, sie, ja, zu zerstören. Ich denke, also Personen von Maureens Macht haben da ein anderes Auffassungsvermögen von einfach, im Gegensatz zu uns. Das ist halt so Habt nett ihr gesagt. es schon einmal mit einem Werwesen zu tun gehabt? Ja, ich habe schon mal welche gesehen. Von weitem. Glaube Aber ich. noch nie gegen sie gekämpft? Nein, ich bin nicht so der Kämpfer. Mit ihnen gesprochen? Warum sollte ich? Nun, vielleicht wäre es interessant. Sie hätten andere Dinge zu erzählen als Nicht-Werwesen. Ja, könnte sein. Und wenn man so viel weiß, wie ihr es wisst, dann sind doch neue Dinge immer gut, oder nicht? Neue Dinge sind tatsächlich oft auch nicht ganz so gut. Maureen, ihr lebt doch schon länger in dieser Stadt, oder? Ja, genau. Wart ihr dabei, als das Abkommen zwischen den Werwölfen und den Vampiren geschlossen wurde? Das was? Ich glaube, das heißt nein. Anscheinend nicht. Mir wurde gesagt, es gäbe eine Art Abkommen, schon sehr alt, zwischen Vampiren und Werwölfen hier in und um Chicago, dass die Werwölfe sich außerhalb der Stadtgrenzen aufhalten und nicht in die Stadt gehen, in den Bereich der Vampire, und dass die Vampire die Stadt für sich beanspruchen können und dass das darauf beruht, dass sie gemeinsam gegen einen Feind vorgehen mussten. Und dass es ein Das höre ich uraltes zum ersten Abkommen Mal. ist und dass deswegen
das nur schwer nachvollziehbar ist, warum plötzlich die Werwölfe die Stadt angreifen und dass es vielleicht gar nicht die Werwölfe von hier vor der Stadt sind, weil sie eigentlich ehrenhafte Geschöpfe sind, die dieses Abkommen seit Jahrhunderten ehren. Und dass die Gefahr vielleicht von woanders herkommt. Und wenn wir tatsächlich mal überlegen, was in der letzten Zeit alles hier schiefgelaufen ist in der Stadt und inwieweit Vampire gegeneinander aufgebracht wurden und inwieweit unsere Strukturen hier von innen heraus zum Wackeln gebracht wurden, bin ich gar nicht so sicher, ob wir nicht vielleicht einfach nur glauben sollen, dass der Feind von außen kommt, damit von innen heraus hier viel mehr unsere Strukturen, unsere Stadt zerstört werden kann. Eine interessante Sache, die auf einer Sache basiert, darauf, dass es diesen Vertrag gibt. Richtig. Aber ich habe von diesem Vertrag noch nie etwas gehört. Es scheint sehr alt zu sein. Ich vertraue der Person, die mir davon erzählt hat. Wer war denn das? Ich habe versprochen, das nicht preiszugeben. Schade. Maureen, lässt sich denn sowas nicht rauskriegen über offizielle Quellen? Es muss doch eine Art Chronik der Stadt geben. Wer hätte die denn? Also, ich meine, wenn es dieses Abkommen tatsächlich gibt, dann müssen wir doch schwarz auf weiß darüber was finden können. Oh ja. Und wenn ja, die Chronik hat schön gebrannt können... damals. Ah, scheiße. Dann können wir uns ja vielleicht darauf berufen und das hier anders lösen als über Krieg. Wir könnten die Stadt in Flammen stecken, wie damals. Ja, nein, das kann jetzt auch nicht die Lösung sein, Maureen. Wir wollen ja alle unser Chicago gerne behalten und retten. Und sagtest du nicht vorhin selber, es hat dir vorher besser gefallen, bevor es zerstört war? Ja, ja, aber vielleicht ist das, was nach der Wiederaufbau von dem jetzigen Feuer kommt, ja auch besser als das, was jetzt ist. Wir könnten es wieder so aufbauen, wie es vor dem ersten Feuer war. Also, ich finde Feuer doof. Was? Es tut mir wahnsinnig leid, aber meine Wrestling-Schule ist abgebrannt und das fand ich nicht sehr nett. Aber die hat schön gebrannt. Das ist mir vollkommen egal. Als sie nicht gebrannt hat, war sie viel hübscher. Da muss ich dir widersprechen. Wenn du mir nicht glaubst, frag doch Siri. Oder Alexa. Naja, Garfunkel kannst du nicht mehr fragen, jetzt. Wenn du verstehst, was ich meine. Verstehe ich, ja. Also, neuer Plan. Ja, ich bin auch gegen Feuer. Das trifft auch immer viele Unschuldige. Niemand ist unschuldig. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, Maureens Freunde, die im Tierheim eingesperrt sind in Käfige und nicht raus können, wenn es brennt, würden das anders sehen. Was haben sie dazu beigetragen, dass diese Stadt in Flammen aufgeht und dass Krieg herrscht? Das stimmt. Aber man könnte sie vorher rauslassen. Gute Idee. Ich hau ihm meinen Ellbogen zwischen die Rippen. Aua! Was sollte das? Siri, hast du das gesehen? Also, wenn ich das nicht ganz falsch verstanden habe, William, war das eine Aufforderung, mit deinem dummen Geplapper aufzuhören. Korrekt. Einwand.
Ja. Wenn ich rede, dann ist es kein dummes Geplapper, sondern hochintellektuelles Vortragen grundsätzlicher Ideen. Doch ist es, weil das Einzige, was uns von Tötungsmaschinen unterscheidet, ist die Restmenschlichkeit, die in uns wohnt. Und wenn du gewillt bist, eine Stadt voll Menschen zu opfern, für irgendetwas noch Unklares zu erreichen, trittst du diese Restmenschlichkeit mit Füßen. Und okay, akzeptiert. Aber dann erzähle mir bitte den Unterschied zwischen dieser Methode und dem Erschießen von Zivilisten in einem Krieg. Ich bin kein Militär, ich kann dir keine Antwort darauf geben. Ich gucke mich hier an. Beides Mist und das sollte nicht passieren. Deswegen versuche ich ja irgendwie eine Lösung zu finden, wie wir diesen Krieg nicht führen müssen. Das ist eine sehr gute. Und ich hatte gerade ein. Die Spiegelwelt könnte ja nicht reingehen. Dann müssen wir die aus der Spiegelwelt rausholen. Warum können wir eigentlich nicht in die Spiegelwelt? Also als Kind. Da war ich mal in so einer Spiegelkabinettswelt. Das hat mich ziemlich dick gemacht und dünn und groß und klein. Ja, das war lustig. Oder ist sowas nicht gemeint? Ich gucke jetzt alle an. Ich glaube nicht, nein. Es gibt vielleicht eine kleine Möglichkeit, zumindest dieser Spiegelwelt nahe zu kommen. Aber es ist gefährlich. Nur was für ganz mutige Gesellen. Ich gehe voraus. Das dachte ich mir. Du bist ja hier der Mutigste im Zimmer, nicht wahr? Du hast schon wieder irgendwas auf der Backe. Ja, wie machen wir das am besten? Wir brauchen einen großen Spiegel. Ich habe da im Schlafzimmer an der Tür vom Kleiderschrank ist ein großer Spiegel. Den kann ich aber nicht abmachen. Jemand handwerklich begabt? Leider, nein. Schade. Wir könnten die Tür einfach aushängen. Das kann ich. Das kann aber Melina auch. Yep. Wir können die Tür aushängen. Dann gerne. Hast du einen Schraubendreher, Kreuzschlitz? Nein. Wenn man eine Tür aushängt, muss man sie doch nur mindestens ein Viertel öffnen und hochheben. Dann gehen. Ja, eine normale Zimmertür, aber eine Kleiderschranktür ist immer mit einem Scharnier festgeschraubt. Ach, ist egal. Für diesen Zweck kann man die bestimmt auch einfach rausheben, wenn der Meister das sagt. Ist mir egal. Vielleicht hattest du so einen Klappverschluss am Topfband. Ich weiß nicht, wie sowas festgeht. Habe ich noch nie nachgeguckt. Es ja, wir gucken es jetzt mal nach. Ja, dann geht ihr jetzt mit Maureen ins Schlafzimmer und ja, wie der Zufall es will, es ist so eine Klappvorrichtung. Wuhu! Gut, jetzt haben wir eine Tür und was machen wir damit? Oh, hervorragend! Es ist sogar eine Tür! Es ist eine Spiegeltür! Verstehst du, was ich meine, William? Spiegeltür! Naja, es ist eine Tür mit einem Spiegel drauf. Oder eine Tür in die Spiegelwelt. Also Spiegeltür! Sag ich ja. Ist ja wohl ganz normal, oder? Mhm. So, ihr beide, zeigt auf Emma und Melina, ihr nehmt mal den Spiegel und der nette Herr hier und William, ihr folgt mir. Hallo? Geht wieder zurück ins Wohnzimmer. Ja, dann folgen wir. So.
Einmal bitte, Mr. Bauer, sind Sie stark genug, um... Nein, sind Sie nicht. Körperlich stark oder geistig stark? Nein, sind Sie nicht. Oh, da ist jemand verschwunden. Ja, Frau Farinades, Sie sind bestimmt stärker als Herr Bauer. Einmal bitte... Ich höre nichts. Einmal bitte den Spiegel aufstellen. Yep. Und festhalten. Egal, was passiert. Okay. Richtig festhalten. Es könnte Gegenwehr kommen. Ich stelle mich so ein bisschen hin, dass ich praktisch gegen den Spiegel stemme, so ein bisschen den auf den Boden drücke. Am besten und hier an der Anrichte vielleicht noch den Fuß abstützen, das wäre ganz nett. Ja, ja, das mache ich. Ja, sehr schön. Und vielleicht können Frau Williams und Herr Bauer Ihnen trotzdem noch helfen beim Festhalten. Das mache ich sehr gerne, ich helfe immer. Nein, du sehr musst gern. Doch da durchgehen. Ja, Emma und ich sollen das. Ja, ich greife mit an der anderen Seite. Läuft. Auch einen Fuß hinten dran gestemmt, oben das Ellbogen dagegen gestützt. Sehr gut, sehr gut. Ja, richtig festhalten. Es darf nicht drücken. Kommt denn wer mit? Ja, es sind doch alle nicht so mutig wie du. Hm. Na gut. So, dann du gehst jetzt mal so, dass die Nasenspitze den Spiegel berührt. Kann ich nicht lieber mit Anlauf? Nein, das funktioniert nicht. Okay. So, Nasenspitze an den Spiegel. Und ihr da hinten festhalten. Nasenspitze an den Spiegel. Und die Augen schließen, William. Die Augen schließen. Ganz wichtiger Bestandteil des Rituals. Augen schließen, Nase. Es ist ganz schön kalt an der Nase. Sie tappert hinter dir irgendwo. Guckt einer irgendwie am Spiegel vorbei, was sie macht? Klar. Ja, sie geht zum Schrank, öffnet den ganz leise und holt einen großen Baseballschläger aus dem Schrank. Du, das hätte ich nichts gesehen, stell mich wieder hin. Ja. Ich guck die anderen an. Das Letzte, was William hört, ist ein... Und dann einen unglaublichen Schmerz auf dem Hinterkopf, während dein Kopf durch den Spiegel bricht. Durch die Tür? Durch die Tür. Ja. Erschrocken aufschreiend. Ja, es macht ein lautes, knackendes Geräusch. Wahrscheinlich ein Schädelknochen, der gebrochen ist. Und ja, der Spiegel ist hin. William, dank Vampirismus nicht. aber William erlebt tatsächlich während der kurzen Auszeit, die er da erlebt, als er durch den Spiegel durchgebrochen ist, eine erstaunliche Erfahrung. Er sieht nämlich etwas. Und zwar... Sterne? Ja, zuerst sind es Sterne. Und dann siehst du, wie diese Sterne sich ja verklumpen, sozusagen, und eine Gestalt formen in der Leere. Eine Gestalt, die man selber nur als Stern bezeichnen könnte, vielleicht, als ein mächtiges, du fühlst, dass dieses Wesen, was sich aus den Sternen formt, mächtig ist. Und dann siehst du, wie es sich in Bewegung setzt und auf die Erde zurast. Und dann siehst du, wie es angekettet wird an einem Platz unter der Erde. Und du siehst andere, kleinere Wesen, wie sie um das Wesen herumstehen und wie sie Kraft aus ihm herausnehmen. Und das mag das Wesen gar nicht. Dass es diese Kraft abgeben muss. Und es wehrt sich.
schafft es aber nicht, aus irgendeinem Grund seine Fesseln zu durchbrechen. Und in all seiner Verzweiflung stemmt sich dieses Wesen mit aller Kraft all der großen Sterne, die es vorhin auf sich gezogen hat, einmal gegen diese Fesseln. Und es kommt zu einer gewaltigen Explosion. Und dein Blick zieht sich wieder gen Himmel, wo ihr hergekommen seid. Und es ist ein großer roter Mond sichtbar. Und dann erwachst du aus dieser merkwürdigen Vision. Und hörst wahrscheinlich Emma und alle anderen so: Oh Gott! Was ist passiert? Fühlst du die Scherben vom Spiegel unter dir noch? Und wie sich deine Wunde am Hinterkopf langsam schließt, merkst du auch. Kannst dir einen Blutpunkt mal abstreichen, aber. Also. Ich muss sagen, das war fast so gut wie damals, als ich durch die Leuchtstoffröhren gefallen bin. Hat es funktioniert? Maureen schwingt mit den Baseballschlägen. Vielleicht könnte mal irgendwer meiner Tante den Baseballschläger wegnehmen. Vielleicht kommen sie noch auf dumme Gedanken. Hat es funktioniert? Ich habe Sterne gesehen. Sie sind vom Himmel gefallen und haben eine Person, eine Aura, eine machtvolle, kraftvolle Ausstrahlung besessen. Sie haben sich manifestiert zu einer Gestalt, die wunderschön, eigentlich nicht, aber sie war definitiv strahlend, auf jeden Fall, strahlend. Und dann wurde sie losgelassen und ist auf die Erde zugefallen. Und plötzlich war sie unter der Erde angekettet. Und winzige Figuren haben die Macht absorbiert. Das hat ihr nicht gefallen. Also mir würde es auch nicht gefallen. Nein. Und dann war sie es irgendwann leid. Jonathan, sie war es leid. Ja? Oh, und was sie dann gemacht hat, dann ist sie einfach wieder nach oben gestiegen und war rot, blutrot am Himmel. Ah, ja, was auch immer das war. Ich habe keine Ahnung. Ein Blutmond? Man hört so ein Plumpsen, wie sich Maureen so in ihren Ohrensessel hineinplumpsen lässt. Uff, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was bedeutet das genau, Mrs. Maureen? Der Blutmond ist ein Zeichen für das Ende. Was für ein Ende von was? Der Welt. Gehenna? Ja. Ich guck mal zu. Das war eine mächtige Version. Hätte ich das gewusst, dass das funktioniert, hätte ich das früher mal ausprobiert. Was hattet ihr denn erwartet? Ich weiß nicht. Kann ich noch einen Cupcake? Sicher, ich hol noch einen. Augenblick. Rafft sich hoch und geht wieder in die Küche. Warum guckt ihr alle so entsetzt? Hallo? Der Mischka will was erzählen und ist gemutet. Und man sieht ihn reden, aber... Ich glaube, er redet mit den... Sorry. ...Leuten im Off. Ja. okay. Alles klar. Ich hatte das so interpretiert, als dürfte ich jetzt nicht dazwischen labern, weil eigentlich würdest du verzweifelt versuchen, mit uns zu kommunizieren. Nee. Ist gut. Okay. Sorry, ja, mal kurz, habe ich zugehört. Wo waren wir? Ja.
Er fragt sich, ob wir uns keine Sorgen um ihn machen. Nö, ich glaube, auf den Hinterkopf gekriegt hast du schon mal eine. Und es heilt auch schon wieder ganz gut. Jetzt isst du mal noch so ein Küchlein und erzähl noch mal ganz in Ruhe, ganz genau mit dem Blutmund. Okay, das mache ich sehr gerne. Also, es war so. Ich hatte meine Nasenspitze an dem Spiegel und habe die Augen geschlossen. Ja, und dann... Bist du durch den Spiegel gegangen? Genau, genau das habe ich getan. Ich bin durch den Spiegel, deswegen sind da Scherben. Da bin ich durchgegangen und als ich da durchgegangen bin, habe ich Sterne gesehen. Und dann hat sich ein Stern manifestiert zu einer Person mit leuchtender Ausstrahlung. Also fast so wie ich im Spotlight. Nur nicht ganz so hübsch. Aber das macht nichts, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass er vom Himmel gefallen ist. Und dann war er auf einmal unter der Erde. Und dort war er angekettet. Anketteten. Und kleine winzige Leutchen sind gelaufen und haben seine Macht absorbiert. Und das hat ihm nicht gefallen. Nein, gar nicht gefallen. Aber er konnte nicht, er konnte sich nicht befreien. Und dann hat er sich doch befreit, indem er einfach Puff gemacht hat. Ist wieder nach oben geschossen und ist blutrot am Himmel erschienen. So ungefähr. Ja, was auch immer das zu bedeuten hat. Maureen, könnt ihr dem einen Sinn abgewinnen? Wie ich schon sagte, der Blutmond ist ein Zeichen für Gehenna. Aber was bedeutet es, dass das Ding, was ein Blutmond wurde, zuerst auf der Erde war und hier missbraucht wurde? Also nach der nach den Legenden lösen die alten Vampire Gehenna aus. Vielleicht hat er einen von denen gesehen. Ihr wisst, die ganz alten Vampire. Ja, wir haben ja nun auch relativ frisch erst die ganze Mythologie dahinter nochmal gelesen, jetzt erst beim letzten Mal in der Vorlesestunde. Mhm. An was erinnert uns das? Gibt es da irgendwie Szenen davon, wo den Alten das zum Hals raushängt, dass die Jungen ihre Macht anzapfen und die kleinen Kinderchen sie in Ketten legen und sie aussaugen und deswegen böse werden und alles kaputt machen wollen? Oder woher kommt Gehenna? Eigentlich ist es in den Vampirgeschichten genau andersherum, nämlich dass die Alten die Jungen aussaugen und deswegen die ganze Vampirgesellschaft halt vernichtet wird, dadurch, dass die Alten ihre ganzen Kinder töten. Ja, deswegen genau, aber die woher... Die haben auch so Angst vor den Alten und deswegen wurden die früher auch gejagt und vernichtet. Ja, mir war nämlich nicht klar, woher kommt die Wut der Alten auf die Jungen. Also, dass die nachher sich gegen die Jungen wenden, das wusste ich noch, aber woher das kommt, ob das jetzt vielleicht irgendwie so eine Vision ist, irgendwie die Jungen legen die Alten in Ketten und zapfen denen ihre Energie ab oder irgendwas. Also nach der Mythologie liegt es daran, dass sie einfach Hunger haben. Weil sie lange in Ketten lagen und gejagt wurden? Also die alten Vampire funktionieren, also man sagt, dass sie irgendwie lange im Schlaf gelegen haben. Und dann, wenn Gehenna naht, erwachen und so hungrig sind, dass normales Blut sie nicht mehr nährt, sondern dass sie dann nur noch vom Vampirblut gesättigt werden können. Deswegen töten sie dann alle Vampire auf Erden. Und dieser Hunger soll so unersetzlich sein, dass sie halt auch nicht aufhören. So grob.
Und dieses Gehenna ist dann nur das der Weltuntergang für uns Vampire oder für alle? Naja, was, wenn alle Vampire weg sind, was dann mit den Menschen passiert, das kannst du dir ja denken. Wenn dann ein oberübermächtiger Vampir überbleibt, was der dann macht? In seinem Hunger, und du Emma weiß ja, glaube ich, auch, wie es ist für sie als Vampir, wenn sie Hunger ist, hat, was sie dann wird. Und was passiert, wenn dieser mächtigste Vampir aller Zeiten, weil er alle Vampire getötet hat auf Erden, wenn der in Hunger verfällt, was passiert dann mit den Menschen? Ich glaube, nichts Gutes. Das bedeutet, es gibt jetzt mehrfache Vorboten für das Gehenna. Ich glaube immer noch und noch mal viel mehr, dass die Werwölfe nicht unser Problem sind und dass wir uns um ganz andere Dinge kümmern sollten, als jetzt um Krieg anzufangen. Aber dieser Werwolf, dem ihr da begegnet seid, der hat euch doch nicht angegriffen, oder? Zum Beispiel, was ja auch für den Pakt zwischen Werwölfen und Vampiren sprechen würde. Der geehrt wird von den Werwölfen. Er hat mich einfach nur nicht gesehen. Wahrscheinlich. Ich kann mich gut verstecken. Ich meinte eher den... Der in der Umkleide. Genau, dem wir heute begegnet sind. Ja, den habe ich ja nicht gesehen. Was dem Jonathan auf jeden Fall noch auffallen kann, ist nach der Erzählung von William, ist, dass du hast gelesen, als du dich über Werwölfe erkundigt hast, dass es wohl eine Unterart der Werwölfe gibt, die irgendwas mit Sternen am Hut haben. Mhm. Ich komme jetzt gerade auch nicht mehr auf den Namen. Irgendwie Stargazer heißen die, glaube ich, auf Englisch. Ja. Ich habe irgendwo etwas über Werwölfe, die etwas mit Sternen zu tun haben, gelesen. Die Frage ist, wenn wir uns jetzt nicht um die Werwesen kümmern, um was denn dann? Um das, was die Vampirgesellschaft hier in Chicago von innen heraus zerreißen will. Guck dir doch mal an, was wir bei der letzten Besprechung miteinander alles besprochen haben, wer da gegen wen agiert, dass der Prinz abgesägt werden soll, weil da Vertrauen ihm entzogen wird, dass da massive Kampagnen geschoben werden. Es sind doch schon vorher viel mehr Vampire gestorben, die dem Prinzen nahe standen. Und das waren keine Werwolfangriffe. Ich schlage vor, dass wir uns trotzdem den Werwesen widmen. Nur um es tatsächlich ausschließen zu können. Wir müssen sie ja nicht angreifen, aber wenn wir nochmal Kontakt zu einem der ihren kriegen könnten, wie zum Beispiel heute durch diese Aktion, dann könnten wir das Ganze vielleicht aufklären und auch herausfinden, wer wirklich hinter dem allen steckt. Wenn wir das auf eine friedliche Art und Weise machen, wäre ich total dafür. Aber wir rennen da nicht irgendwie schwer bewaffnet und mit, was hast du rausgefunden, Jonathan, mit Silber und hast du nicht gesehen, auf die zu und sagen, wir wollen ja nur reden. Da müssen wir dann auch eine vernünftige Atmosphäre schaffen, wo man auch wirkliche Gespräche führen kann, sodass die auch sicher sein können und dass wir sicher sein können, dass in diesem Moment ein Waffenstillstand herrscht, wo wir auch in Ruhe miteinander sprechen können. Ich räuspere mich und zeig mal auf die Waffen, die sich Melina gerade erst geholt hat. Ja, ich sag ja nicht, dass ich die dann mitbringe. Als ich die besorgt habe, bin ich nur von ganz anderen Voraussetzungen ausgegangen. Ich wollte damit nur andeuten, dass wir drei hier in dieser Runde nicht die kämpferischsten sind. Also das würde ich so nicht sagen. Euch auch nicht vorgeworfen. Wenn es zum Kampf kommt, dann will ich mich wehren können.
Aber ich würde lieber vermeiden, dass es zum Kampf kommt. Ja, müsste unser dann Augenmerk nicht darauf liegen, wer die anderen Fraktionen sind, was sie wollen, und das aufzudecken? Ja, aber wenn die Wehrwesen mit in diesen Streit hineingezogen wurden, um diesen Krieg zu starten, vielleicht wissen sie dann etwas und man will uns einfach von dieser Informationsquelle abschneiden. Vielleicht wissen sie auch nichts, aber was verlieren wir, außer dass wir vielleicht rausfinden, ob oder ob nicht diese Wesen uns gefährlich werden wollen oder nicht. Vielleicht sind sie auch einfach nur Sündenböcke. Aber selbst wenn, vielleicht kann sich daraus was ergeben, dass sie uns tatsächlich helfen können, was zu sehen, was wir von innen heraus vielleicht nicht so wahrnehmen. Also, wie könnte man denn zu Ihnen Kontakt aufnehmen? Melina, du sagtest doch, du kennst jemanden, der diesen Pakt unterstützt? Der mir davon erzählt hat, ja. Das wäre vielleicht eine erste Anlaufstelle. Aber nicht mehr heute Abend und ich schaue so auf die Uhr. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr zu Besuch gekommen seid. Und ja, jetzt ich muss mir einen neuen Schrank kaufen. Da, die Tür, die geht noch. Die kannst du da so wieder dran klipsen. Aber der Spiegel ist halt weg. Loch. Die Tür hat ein Loch, okay. Dann nicht. Ich dachte nur, der Spiegel wäre kaputt. Der ist auch kaputt, ja. Das ist gleich doppelt schlimm. Der Spiegel ist kaputt und die Tür hat ein Loch. Es tut mir leid. Wenn Sie noch etwas von Ihrem Tomatensaft da hätten, könnte ich Ihnen eine neue Tür machen. Oh, ehrlich? Ja. Das wäre... Oh, Herz allerliebst. Moment, ich hab noch etwas. Ich bräuchte dafür 3 Gläser. AB negativ. Ich nehme, was da ist. Ich bin da nicht wählerisch. Dann nehme ich den nicht so gut. Ja. Du hörst was klimpern und dann kommst du mit 3 Flaschen. So, Literflaschen. Gut, ja, dann... bediene ich mich, bin ja ein bisschen außer Atem oder ein bisschen ausgetrocknet. Und ja, stelle die Tür wieder her. Ein Hoch auf die Blutmagie. Ein Hoch auf die Blutmagie. Ja, musst du dafür würfeln? Ja, ne? Ja, habe ich 3 Erfolge. Ah, das ist schon der Wurf, okay. War ich noch zu spät. Gut. Ja. Ja, und dann fahrt ihr zurück in die Wohnung von Emma, denke ich, weil der Morgen ja naht. Genau. Ja. Dann kommt ihr zurück in das Apartmentgebäude und ja. Die Wohnung ist relativ ruhig. Ich guck mal nach unserem Findelkind. Tja, Portia ist nicht zu Hause. Ja, dann komme ich zu den anderen zurück. Portia ist nicht da. Und im selben, also während ich das sage, noch schicke ich ihr eine WhatsApp. Wo bist du? Mhm. Ja, kommt ein paar Sekunden später zurück. Hab ein Date. Es ist gleich Sonnenaufgang. Ich übernachte bei ihm.
Nein. Aber ich komme nicht mehr zurück. Bevor die Sonne aufgeht. Wo genau bist du? Succubus Club. Würde sie das noch schaffen? Zu Fuß auf keinen Fall. Aber mit, also wenn sie gefahren wird. Mhm. Ja, aber knapp. Taxi. Sofort. Ja. Kommt ein genervter Smiley zurück und ja. Genervter Smiley. So ein rollenden Augen-Smiley. Ja, und ja, keine Ahnung, so 5 Minuten vor Sonnenaufgang schafft es sich dann tatsächlich noch zurückzukommen. Wieso gehst du einfach? Weil ich ein Date hatte. Erstens sind wir für dich zuständig. Das heißt, du sprichst mit uns ab, wann, wo und warum du irgendwo hingehst. Und zweitens bist du jedes Mal vor Sonnenaufgang allerspätestens, wenn wir nichts anderes ausgemacht haben, zurück. Du bist diejenige, die schon 2-mal von Werwölfen angegriffen wurde. Ja, darum kümmert man sich doch jetzt gerade, oder nicht? Das heißt nicht, dass du außer Gefahr bist. Aber ich werde dich informieren, wenn das der Fall sein sollte. War ja nicht allein, ich war ja im Succubus-Club. Mit wem? Mit Prias. Was findest du an dem? Die sieht toll aus. Das ist doch nur ein Ghoul, ne? Ja. Kein Vampir. Wem gehört er? Keine Ahnung. Ich muss ja nach Hause kommen. So weit habe ich nicht gefragt. Schon mal daran gedacht, dass er vielleicht nur Interesse an dir hat, weil sein Chef Interesse an dir hat. Das wäre ja spannend. Ich verleihe die Augen. Ab auf dein Zimmer. Na gut. Ja. Das fast noch Schlimmere ist, dass sie sich wohl ein Kleid von dir ausgeliehen hat. Ohne zu fragen. Moment! Was hast du da an? Das Cocktailkleid aus dem Schrank? Spätestens morgen hängt das gewaschen in meinem Schrank und merke dir eins, mein Fräulein, du hast nicht die Figur, um das da auszufüllen. Klopapier. Geh einfach. Ja, schmeißt laut deutlich die Tür hinter sich zu. Und dann wende ich mich so auch so extrem genervt an die anderen. Wer hat eigentlich bestimmt, dass ich die ganze Zeit für diese enervierende Person zuständig bin? Ja, Hotney, das wäre ein Wurf auf Raserei, wenn sie Brucher wäre, garantiert, ja. Aber jetzt so nicht, nein. Es sei denn, Serie, du möchtest einen Wurf auf Raserei machen, kannst du natürlich machen. Unbedingt mit Lady Luck, unbedingt. Tja. Ich sehe schon, wer der eine Vampir ist, der überbleibt. Ich. Du bist leider kein Ahn. Das ist, ja. Was nicht ist, kann noch werden. Richtig, ja. Ja gut, dann wird die Sonne untergehen und wieder, aufgehen und dann wieder untergehen. Ja, dann streichen sich einen Blutpunkt weg und erwachen dann. Es geht um Kleider. Hallo, Toreador. Ja. Beim nächsten Mal vielleicht, ja.
Und ja, das Kleid liegt tatsächlich gewaschen und gebügelt auf dem Tisch morgens, als du aufstehst und in das Wohnzimmer kommst. Wenigstens etwas. Aber wer war hier, um es abzuholen? Und zu waschen, während wir schliefen? Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich habe eine Waschmaschine. Und ich traue dem Kind durchaus zu, dass sie sie benutzen kann. Ich traue ihr durchaus zu, dass sie wesentlich schlimmere Dinge tut. Nämlich? Nämlich? Guckt sich so um. Vielleicht ein andermal. Ja. Also wie gesagt, so nach und nach werden alle von euch wach. Und ja, was ist der Plan für heute? Portia lässt sich übrigens nicht blicken. Zimmertür bleibt zu. Ja, wenn die anderen alle zusammengekommen sind, frage ich auch. Meint ihr, es ist vielleicht sicherer, wenn wir Portia mitnehmen? Ich weiß nicht, was sie sonst anstellt. Och, du musst ja auch mal lernen, alleine klarzukommen, oder? Wir sind für sie zuständig. Na gut. In dem Moment geht die Tür auf. Wohin soll ich mitkommen? Ich verleihe ja die Augen und lasse mich mal so demonstrativ in die Kissen meines Sofas zurücksinken und schaue mal die anderen an. Ich bin jetzt mal raus aus der Nummer. Ja, was? Ob ich fragt um. Willst du noch mal mit deinem Kontakt sprechen, Melina? Ich habe ja nun dadurch, dass ich gerade kurz mal pinkeln war, jetzt nicht den. Weiß jetzt nicht. Ich habe nur gehört, wie Emma sagte, ich halte mich raus. Ich weiß jetzt nicht, worum es geht. Ach so, okay, wir wollen gerade beratschlagen, was wir heute tun. Ist ein neuer Tag oder sagen wir so ja, eine neue Nacht und ich glaube, dass ja, ich würde gerne meinen Kontakt nochmal fragen, ob die vielleicht ein Treffen organisieren können, dass wir uns vielleicht mit einem Vertreter der Wehrwesen unterhalten können. Wie jetzt unterhalten? Ich dachte, wir jagen die. Dafür wolltest du doch noch mal mit deinem Kontakt reden, oder nicht? Ja, sag ich ja, das würde ich jetzt machen. Ich gehe dann mal. Allein. Erstmal ja. Gut, dann kann ich mit meinem Immobilienfuzzi das alles weitere abklären. Soll ich dich wesentlich vor die Tür begleiten von deinem Kontakt, Lina, dort warten? Ich habe meinem Kontakt versprochen, dass ich nichts verrate. Wenn du Ach so, schon mal weißt, wo es ist. Ah, ja. Dann. Könntest du Rückschlüsse ziehen, das solltest du nicht tun. Ich habe ihm mein Wort gegeben. Ja, das ist richtig. Ich melde mich so schnell ich kann. Es ist das also wird nicht lange eine dauern. Sie. Sowas nimmt man zur Kenntnis und schweigt. Warum? Weil Melina gerade klar gemacht hat, dass sie nicht näher über diese Person reden will. Du bedrängst sie damit. Wenn du für dich Schlussfolgerungen ziehst, schön. Wenn du Sachen feststellst,
Schön. Aber bedränge sie nicht. Sie wird dadurch nicht mehr reden. Okay, ich erzähle euch gar nichts noch mehr. Und noch vorsichtiger sein. Also ganz ehrlich. Ich wollte ja nur was zur Debatte beitragen. Genau. Das kann ich auch sehr gut verstehen, weil ich meine, sie hat ja nicht Unrecht. Wenn Melina möchte, dass die Person, die geschützt werden soll, geschützt wird, dann sollte sie nicht das Männliche oder Weibliche einer Person, die geschützt werden soll, hervorheben. Bist du jetzt auch professioneller Personenschützer? Das habe ich mal gemacht. Also, als ich noch ein wenig jünger war, da habe ich auch mal eine bekannte und berühmte Person geschützt. Was glaubst du eigentlich, wie ich ins Wrestling-Geschäft gekommen bin? Das ist ja alles ganz faszinierend, dass er jetzt auf einem Satz so herumreitet. Wenn ihr vielleicht nochmal in eurem inneren Geiste ein bisschen zurückspulen wollt, bei Maureen habe ich bewusst männliche Personalpronomen verwendet und ich werde sie weiterhin bunt durcheinander verwenden, damit ihr nicht Rückschlüsse schließen könnt. Das ist klug. Zwinkert die so zu. Bin dann jetzt mal weg, ja? Ich melde mich. Melina geht zur Tür raus. Potzer, guckt euch an. Ihr seid gar nicht neugierig? Nein. Ich vertraue ihr. Danke, das wollte ich auch gerade sagen. Aber wo wir gerade dabei sind, in der Tat fällt mir ein, dass ich in der Bibliothek, glaube ich, mal ein Buch gesehen habe, was uns weiterhelfen könnte. Ich werde mal schauen fahren. Guckt, ja, dann, guckt Jonathan an, will dann gerade was sagen, guckt dann zu Emma rüber, macht dann so und grinst. Zu wem macht sie so? Zu dir. Ich schaue sie total irritiert an und denke dann aber, okay, nein, und drehe mich um und will eine Nummer auf meinem Handy. Mhm. Welche denn? Die vom Makler. Ja, wo will Jonathan denn hin? Ja, der hockt erstmal sein, sagt dann, wenn keiner was weiter sagt, liegt er nochmal, geht dann raus, hockt in sein Twinsy und fährt zum Prinzen. Mhm. Ja, fährst zum Prinzen. Und was macht William? Ich setze mich vor den Fernseher und schaue Wrestling. Okay. Unerwartet. Ja. Emma klärt wahrscheinlich die Sache mit der neuen Wohnung. Was willst du denn noch abklären? Richtig. Ich will noch mal einen Besichtigungstermin abklären, natürlich sehr späten Abend und so bald wie möglich. Mhm. Und dann mache ich natürlich schon mal meine Finanzen startklar und würde auch schon mal ein Umzugsunternehmen organisieren. Okay, das wird ein bisschen Zeit dauern, gerade weil die Unternehmen ja abends nicht mehr aufhaben. Da musst du gucken, wen du da so ans Rohr kriegst. Ja, oder ich schreibe E-Mails und sag aber, genau, dass es so nur abends geht oder so. Ja, dann machen wir weiter bei Jonathan, der wollte ja zum Prinzen fahren. Ja, und, ja. Die Frage ist, der im Club, nee, der hat ein Haus, ein Penthouse irgendwo, ja, da wo wir am Anfang waren. Genau. Oben in diesem Tower drin, genau. Würde ich mal zum Eingang gehen, Porte. Guten Abend, Jonathan Bauer, mein Name. Ich wollte mit Ludin sprechen. In welcher Angelegenheit? In einer persönlichen. Ich stelle Nachforschungen an und er wollte einen Status dazu haben. Ah, okay. Ich melde Sie an. Danke. Dauert 5 Minuten und dann wirst du durchgewunken. Weißt ja schon, wo es hingeht. Irgendwie siehst oben dann in diesem kleinen Flur, wo du aus dem Aufzug aussteigst, auch den Sheriff stehen, so an die Wand gelehnt. Mit dem immer mit einer Zigarette im Mund und dem Cowboyhut tief ins Gesicht gezogen. Der Bauer. Sheriff? Soll ich hier warten? Hat der Prinz Zeit? Ich denke. Dann gehe ich mal nachschauen. Ich komme mit. Gut, das wollte ich hören. Danke.
Ja, geht in das Arbeitszimmer, das euch ja auch schon bekannt ist. Und ja, Lodin steht am Fenster, schaut so in, auf die Stadt herunter. Guten Abend, Prinz Lodin. Guten Abend, Herr Bauer. Was verschafft mir die Ehre? Ich habe zum einen ein paar zugegeben aus menschlichen Quellen Informationen über Werwölfe eingeholt, die nun, ich weiß nicht, wie zuverlässig sie sind, aber sie besagen zumindest, dass die meisten Personen der Meinung sind, dass Werwölfe sehr anfällig gegen Silber sind, dass es unter ihnen mehrere verschiedene Gruppierungen, so etwas wie Clans gibt und dass sie in, sich in 6 verschiedene Formen verwandeln können. Ich sah auf dem Spielplatz einen haarlosen Angreifer. Es gibt wohl auch haarlose Formen von Werwölfen, aber diese kleine, schmächtige Gestalt, die ich sah, passt für mich nicht unter die Vorstellung eines Werwesens. Und nun, wir haben die Sache weiter verfolgt. Wir waren gestern auch bei Maureen und dort ist William durch den Spiegel gegangen. Er hat eine Vision dabei. Ist das so? Was hat er gesehen? Ja. Den Blutmond heißt es, glaube ich. Wie haben wir es genannt? Den was? Einen großen roten Mond. Das ist ein Vorzeichen für das Gehenna sein soll. Ach ja. Gut, wie dem auch sei. Diese religiöse Spinnerei. Ha, gut. Gut, es ist aber nicht die beunruhigendste Nachricht, die ich für euch habe. Wir haben den Auftrag bekommen, auf Portia aufzupassen. Richtig. Abgesehen davon, dass sie schlimmer zu hüten ist als ein Sack voll Flöhe, habe ich mir erlaubt, bei der Gerichtsbarkeit, der wir beiwohnten, die Auren von allen Ansässigen zu lesen. Ihr kennt euch mit dem Aurenlesen aus? Natürlich. Sie hat schwarze Streifen in ihrer Aura. Das kann nicht sein. Ich habe ihre Aura mehrmals gelesen. Sie hat keine schwarzen Streifen. Ah. Dann? Ihr müsst euch geirrt haben. Bestimmt. Gut, dann war's das soweit. Wollt ihr, dass ich sie wieder zu mir nehme? Ich wollte euch informieren, denn wenn das wahr ist, was ich gesehen habe, dann kann es sein, dass sie, warum auch immer, nur ein kleines Kind spielt. Sie hat 2 Werwolf-Angriffe überlebt und ich weiß nicht, ich würde mal zum Sheriff rüber gucken. Das können nur sehr wenige Vampire behaupten. Der Nachfahre von Krithias scheint ein sehr wehrhafter Vampir gewesen zu sein und hat dies nicht überlebt. Das wirft Fragen auf. In Kombination mit dem, was ich sah, stellt sich die Vermutung nahe, dass sie nicht die ist, für die sie sich ausgibt. Und wer soll sie sein? Wenn ich das wüsste. Ich werde sie beobachten lassen. Aber ich habe ja schon meine besten Leute um sie herum, nicht wahr? Lässt so den Kopf hängen. Natürlich, Prinz Lodin, natürlich. Und wenn sie etwas Verdächtiges macht, könnt ihr mich ja gerne weiter informieren. Haltet mich auf den Laufenden. Natürlich. Alles, was bis jetzt ist, ist vielleicht ein Indiz, aber wir sollten keine vorschnellen Verurteilungen aussprechen. Ich hab mal was nachschauen, bevor ich hier weggehe und eine Chance verliere.
Ne, gibt's nicht als Aura. Gut, dann. Was gibt's nicht als Aura? Zu prüfen, ob der geistig manipuliert wurde. Weil das ist die einzige Lösung für mich. Wenn er sagt, er hat Auren mehrfach geprüft, ich habe sie gesehen und ich bin ja definitiv schwächer als er und er hat sie nicht gesehen, dann kann ihm nur eingebläut werden zu worden sein, dass er sie nicht gesehen hat. Ja. Gut, aber so viel zum Thema OT. Ja, dann gehe ich wieder raus. Ja, der Sheriff begleitet dich wieder bis zum Fahrstuhl. Sheriff? Mr. Bauer. Ich hätte eine indiskrete Frage. Das ist eine Möglichkeit zu prüfen, ob der, guck mich nochmal so um, Prinz unter geistiger Beeinflussung steht. Warum? Nun, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich hatte Halluzinationen, als ich die Diablerie-Streifen in der Kleinen sah, oder der Prinz hat befohlen bekommen, dies zu vergessen, dass er es sah. Wenn ich ein Spinner bin, ist es nicht schlimm. Ich bin ein unbegleitender, ein unbegleitetes Küken. Wenn der Prinz beeinflusst wird, hat die ganze Stadt ein Problem. Seien Sie vorsichtig, Mr. Bauer. Das klingt nicht gut. Danke. Dann würde ich mal beim Runterfahren eine Textnachricht an Melina schreiben. Weißt du, wie lange du brauchst? Wir müssen uns unbedingt außerhalb der Wohnung ohne die anderen treffen. Jonathan. Ja, während du im Fahrstuhl runterfährst, der wohnt ja ganz oben im Penthouse quasi, steigt eine Person zu in den Fahrstuhl, die einen, ja, die zumindest bei dir so ein merkwürdiges Gefühl auslöst. Also du hast sie noch nie gesehen. Aber ist nicht der Nachbar. Nee. Auch nicht in diesem Sinne, auch nicht so ein Horrorgefühl, sondern eher so eine Art Vertrautheit. Aber du hast den halt noch nie gesehen, den Mann. Grüß dich, guten Abend. Ich hab den mal jetzt hier in Discord reingepackt. Und ja, steht so ein bisschen gelangweilt so an der Wand des Fahrstuhls. Hat er meinen Gruß erwidert? Er hat kurz genickt. Gut, dann nicke ich ihm zu. Und während ich ihm zunicke, behaupte ich mal, dass ich ihm mir genau angucke. Beziehungsweise seine Aura war lese. Ah, es ist 8, verdammt. Das vergesse ich immer wieder. Da würde ich sogar einen Willenskraft vorher für einen zusätzlichen Erfolg ausgeben. Ich muss gerade nochmal gucken. Und Empire. Ja, 5, oh Gottes Willen. Wie schlecht. Ja, gut, dass ich einen ausgegeben habe, nämlich nur Erfolge. Gut, aber dann würde ich ja trotzdem nur Schattierung hell oder dunkel wahrnehmen. Bringt es jetzt auch nicht so. Tja. Na, gut. Muss man mit leben. Also willst du wissen, ob es ein Mensch oder ein Vampir ist? Kannst du das mit dem ersten, mit dem einen Erfolg? Ja. Gut, wenn du hell oder dunkel wahrnimmst, ein Vampir ist ja die Farbe in blass ne? Ja. Und dann wäre es hellblass oder dunkelblass. Dann ist es dunkelblass. Dunkelblass. Ja, dann würde ich sagen, entschuldigt, ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kann euch leider nicht zuordnen. Entschuldigt, wenn ich aufdringlich wirke. Ganz und gar nicht. Wir haben uns schon mal getroffen.
Wo, wenn ich fragen darf? In Gary. Oh. Auf dem Neujahrsball? Überlegt kurz. Nein. Würdet ihr mich bitte erhellen? Ich kann mich leider wirklich nicht erinnern. Ihr habt mich gerettet damals. Wow. Gerettet. Ja, gut. Was wolltet ihr beim Prinzen, wenn ich fragen darf? Er bat mich, Nachforschung anzustellen und ich habe ihm einen Bericht abgegeben. Worüber? Ich weiß nicht, inwiefern ihr die Lage kennt, obwohl es ist ja öffentlich gemacht worden. Es gab Werwolf-Angriffe in der Nacht, in der Stadt. Unwahrscheinlich. Oh, wisst ihr da mehr? Wir suchen nämlich auch Beweise dafür, dass es keine Werwolf-Angriffe sind. Auch wenn ich mich frage, warum ich mich mit einem mir nicht ganz vertrauten Keins Kind so offen unterhalte. Ja, ich. Ich glaube nicht, dass sie den Pakt brechen. Von sich aus. Dass wer den Pakt bricht? Die Werwölfe. Ihr wisst von dem Pakt? Ja, ich habe ihn geschlossen. Der Pakt wurde vor sehr langer Zeit geschlossen, sagte Melina. Richtig. Vor meiner Starre. Oh. Ziehst du eine Augenbrauen hoch? Ah, wir haben euch gerettet. Ich weiß nicht, ob ich auf den Knie fallen würde. Wir suchten euch. Aber Hauptsache, es geht euch gut. Man findet mich nicht, wenn ich nicht gefunden werden will. Schutzmaßnahme und so. Das ist sehr gut. Helena hat ihre Ohren überall. Könnt ihr mir sie vielleicht beschreiben? Helena beschreiben? Foto von ihr oder? Ein was? Ein Abbild, so etwas wie ein Gemälde, nur ihr seid noch nicht lange in unserer Zeit wach. Ja, stimmt. Ich würde mein Handy rausholen, würde dann es vorhalten, so ein Selfie von uns machen, ihm das zeigen. Das nennt man Foto. Ach so, ja. Nein, habe ich nicht. Weil es gibt seltsame, wie soll ich das nennen? Seltsame Erfahrung mit einem jungen Vampir, auf den wir aufpassen sollen. Da passen ein paar Sachen nicht zusammen. Ist das so? Ja, sie hat zwei Werwolf-Angriffe überlebt. Den zweiten, den sie überlebte. Die Werwölfe haben niemanden angegriffen. Das ist ja der Punkt. Sie behauptet, es wären Werwolf-Angriffe. Und bei dem zweiten wurde ein sehr starker Brucher getötet. Ich habe mich auf dem Platz mit meinen Kräften umgeschaut und ich sah keinen Werwolf, sondern eine kleine, schlanke, haarlose Gestalt. Und das ist entweder ein kleiner, schlanker, haarloser Werwolf oder aber ein Vampir mit unglaublichen Kräften, obwohl er klein und mager ist. Man sollte nicht von der körperlichen Statur auf Kräfte schließen. Ja. Sowohl nicht bei Vampiren als auch bei Werwölfen. Schon recht nicht. Ich, ja, richtig. Wo wir es gerade sagen, ich guck mal auf meinem Handy. Ich glaube, ich habe da irgendwo ein Bild von ihr. Ja, bestimmt. Das du mir geschickt hast. Ja, dann würde ich das. Das ist sie. Schaut er so drauf. Verzieht keine Miene. Gut. Kenne ich nicht. Und abgesehen davon hat sie. Als ich ihre Aura las, Diablerie-Streifen. Was wieder dafür schließt, dass sie nicht das kleine, unschuldige Küken ist,
Weil ich habe es noch nie probiert, aber ich las darüber, ein Küken dürfte niemals einen wesentlich älteren, stärkeren Vampir aussaugen können. Doch, das ist möglich. Ah, gut. Nicht, dass ich es je machen würde, aber... Gut, dann... Ich verstehe. Aber es ist wichtig, dass ihr die Werwölfe schützt. Wie sollen wir das tun? Greift sie nicht an? Wir nicht, aber zum Beispiel Doc, na, hast du uns erzählt, dass der Christias, doch hast du, dass der da aufmunitioniert hat. Ja. Der hat Dr. Christias von den Brucher sich ein halbes Arsenal zusammengekauft. Ja, das machen viele Vampire gerade. Wenn sie angreifen, dann werden die Werwölfe zurückschlagen. Richtig, aber wie sollen wir sie davon abhalten? Wir müssen irgendeinen anderen Beweis für die Angriffe finden. Und wir tappen sehr im Dunkeln im Moment. Die Werwölfe haben gerade ein anderes Problem als die Vampire. Sie werden es nicht wissen, dass sie zuschlagen. Das heißt? Es wird sie unvorbereitet treffen, deswegen... Hoffe ich, dass sie sich so gut verborgen haben, dass sie nicht erst, bis das Problem beseitigt ist, nicht gefunden werden. Wenn ihr einen Pakt mit ihnen geschlossen habt, könnt ihr sie nicht informieren, dass die Vampire sie fälschlicherweise beschuldigen und dass das sie entweder... Ja, lassen Sie mich raten, Sie sind nicht gewillt, die Stadt zu verlassen oder mit den Vampiren in Verhandlungen zu treten. Sie können die Stadt nicht verlassen. Weil? Weil Ihr Kern hier ist. Würde der verschwinden, wenn... Und? Er wäre schutzlos ausgeliefert. Sie verteidigen. Wem? Sie verteidigen den Kern. Gegen? Gegen das Böse. Wenn die Vampire eine Truppe abstellen, den Kern zu verteidigen, während die Werwölfe... Das bringt ja auch nichts, weil dann würden wir davon... Oh. Also, tief unter der Stadt ist eine mächtige Kraftquelle verborgen. Das ist der Kern der Werwölfe. Jetzt, wo ihr es sagt... Einer unseres Klüngels hatte eine Vision, als er durch den Spiegel ging. Was genau ist, ist irrelevant, aber von einem Wesen, das sich aus Sternen zusammensetzte, auf die Erde fiel, dort unter der Erde gebunden war, es nicht leiden konnte, dass andere Wesen aus ihm saugen und irgendwann dort ausbrach und zu einem roten Mond wurde. Das passt nicht ganz. Wie müsste es sonst klingen? Sie saugen es nicht aus. Sie schützen es. Ja, aber andere Wesen könnten es vielleicht aussaugen. Weil es muss ja irgendwas geben, vor dem sie es schützen. Das Böse, wie ich schon sagte. Ja, aber das... Ich weiß auch nicht so viel darüber. Ich habe damals mit den Werwölfen zusammen gegen es gekämpft und wir waren... Naja, Hilfstruppen. Wie sah das Böse aus, als ihr gegen es gekämpft habt? Nun, es hat mehrere Formen. Nicht zum keine Beispiel? Definierenden. Es kann auch in menschlicher Form auftauchen oder als Werwolf oder als Vampir. Kann man das übers Auralesen erkennen? Glaubt mir, wenn ihr einem von den Wesen begegnet, werdet ihr wissen, dass es eines von diesen Wesen ist. Gibt es einen Weg, sich gut gegen sie zu verteidigen? Sind sie verwundbar? Ja, sie sind sterblich, genauso wie wir auch. Haben sie eine Schwachstelle, so wie wir das Feuer oder die Werwölfe, so wie man liest, das Silber? Ist das übrigens wahr? Ja. Und diese, vielleicht, wenn sie das Böse sind, geheiligte Gegenstände oder so etwas? Nein, so funktioniert das nicht.
Ihr müsst es euch mystischer vorstellen. Und in dem Moment drückt er so auf den Stoppknopf des Fahrstuhls, weil ihr fast unten seid. Ja, ich gehe die Fahrstuhlwand und hör zu. Die Werwölfe kämpfen gegen eine Urmacht, die es seit Anbeginn der Zeit gab. Seit Anbeginn der Zeit? Okay. Und? Ja, und sie bricht immer wieder hervor und versucht, die Welt zu verheeren. Ohne die Werwölfe wäre Chicago schon längst kaputt. Und dem Erdboden gleich gemacht. Wenn es seit Anbeginn der Zeit gab, in allen kosmischen Lehren gibt es doch immer Kräfte, Gleichgewichte. Und richtig. Dann ist die Werwölfe das einzige Gegengleichgewicht für diese Urmacht? Stell es dir als Waffe vor. Ja. Ja, ich habe das schon verstanden, okay. Und was genau können wir tun? Also ich gehe nicht davon aus, dass wir Promogene oder den Prinzen oder irgendjemanden davon abhalten können. Ich habe es mir so erklären lassen. Es gibt verschiedene Arten des Zustandes, Jonathan. Mhm. Das müsstest du als Magier wissen. Das weiß ich eher aus meiner menschlichen Profession, aber ja. Wir können vielleicht ein bisschen an der Realität kratzen, wie wir sie kennen. Vielleicht etwas darüber hinausgehen. Visionen haben. Oder vielleicht einen Einblick gekriegen in eine andere Sinneswahrnehmung. So ähnlich wie du die Auren lesen kannst. Ja. Werwölfe können komplett wechseln. Sie gehen über in die andere Welt, die neben uns existiert. Machen sie das zufällig auch mit Hilfe von Spiegeln? Ja. Oder spiegelnde Flächen. Ich verstehe. Das erklärt einiges. Danke. Das erleichtert den Übertritt. Oh. Also sie können es sowieso nur, das macht es leichter. Aha. Weil genau diesen Fall hatten wir vor nicht allzu langer Zeit. Ja, er drückt wieder auf den Knopf, der Fahrstuhl geht weiter. Der kommt unten in der Lobby an und der geht halt mit dir raus, irgendwie ins Parkhausgebäude. Und erst als die Leute halt irgendwie weg sind, fängt er wieder weiter an zu reden. Ich fahre ein bisschen mit, wenn du erlaubst. Sehr gerne. Wie soll ich euch nennen? Menele. Ich dachte, das sollte vielleicht keiner wissen hier. Hier sind ja nur wir. Es gibt Technik, die überwacht, theoretisch, wenn man gut genug ausgerüstet ist und das Wissen hat, kann man über ein holt sein Handy raus, Telefon, das jemand mit sich führt, mitlauschen oder über Freisprecheinrichtungen von Autos, das nennt man Sicherheitsdienste beziehungsweise Spionagedienste. Dann nennt mich Paul. Paul, das ist sehr gut. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Paul. Falls jemand so gut glücklich ist in der Hand. Dann steigen Sie doch bitte ein. Es ist nicht allzu geräumig für den zweiten Mitfahrer, aber ich denke, es funktioniert. Sind Sie schon mal Auto gefahren, Paul? Nein. Haben Sie das aktuelle Chicago schon mal gesehen? Ja, die letzten Monate. Okay, dann brauche ich Sie nicht rumzuführen. Die letzten Wochen. Ja, dann steigen wir ein und fahren los. Gut, habe ich jetzt verstanden. Aber was können wir tun? Ihr müsst versuchen, den Kern zu schützen. Vor euresgleichen. Die Vampire dürfen nicht wissen, wo er ist. Sie dürfen ihn erst recht nicht angreifen. Aber wenn die Gut, wir können vielleicht verhindern, dass sie rausfinden, was und wo und warum.
Aber wenn sie beschließen, ihn anzugreifen, können wir uns sehr schlecht gegen unsere eigene Art stellen, weil dann gäbe es Krieg. Also nein, dann würden sie uns einfach auslöschen, weil zum Beispiel sie alle viel stärker sind als wir. Wir können versuchen, sie abzulenken oder falsche Informationen zu geben. Das wäre ein Anfang. Der Kern ist nicht weit draußen im Wald, nehme ich mal an. Nein, er ist mitten in der Stadt. Ich kann euch zeigen, wo er ist. Das sollte ich vielleicht besser sogar gar nicht wissen, falls jemand meine Gedanken liest. Ich habe gehört, ältere Vampire können das. Wisst ihr, was um die Wrestling-Arena vor sich geht? Er grinst. Oh. Oh. Gut. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Gut, dann Paul, vielen Dank. Habt ihr schon für heute etwas zu euch genommen? Ja, danke. Okay. Soll ich euch irgendwo hin? Was ist mit dir? Ich bin fast nicht hungrig. Ich werde nachher irgendwo Parkgeld wechseln und mir dabei etwas besorgen. Nun, unsere Verbindung wird langsam schwächer. Deswegen habe ich dich aufgesucht. Oh. Ja, wegen unserer Verbindung wurde ich aus der Pyramide herausgeworfen. Tragisch. In der Tat. Was auch immer die Pyramide ist, aber... Das Haus Tremere. Das sagt mir nichts. Das ist ein vor eurer Verhältnisse junges Vampirhaus. Das sind diejenigen, die sich mit Blutmagie beschäftigen. Tun das nicht alle? Nein, wir manifestieren nicht nur Kräfte aus uns heraus, so wie Gedankenbeherrschung oder uns zu verstecken, sondern wir erschaffen zum Beispiel Gegenstände, erschaffen Feuer, können andere unbelebte Objekte mit anderen unbelebten Objekten interagieren mittels unserer Magie. Ich weiß. Oh. Ich schuf damals mit den Octena mittels Blutmagie den Schild, den den Kern umgibt. Was sind Octena? Werwölfe. Eine Familie, ein Stamm, ein Clan oder? So ähnlich. Ah. Gut, dann danke dafür. Warum tatet ihr das damals? Weil ihr wusstet, dass diese zerstörende Kraft auch die Vampire vernichten würde. Ich suche die Verbündete im Kampf gegen Helena. Oh. Und diese Macht hier in Chicago ist das Stärkste, was ich in meinem ganzen Unleben jemals gesehen habe. Stärker als Helena. Weit stärker als Helena. Wenn ich mal fragen darf, warum liegt ihr beiden im Krieg? Eine lange Geschichte. Okay, aber es wäre nicht theoretisch denkbar, dass ihr euch zusammen gegen dieses Böse zusammenschließt. Niemals. Gut, Helena, ich wollte vernichtet werden. Ist es möglich, dass sie mit diesem Bösen zusammenarbeitet? Das wäre eine ganz neue Dimension des Schreckens. Ich glaube nicht, ich hoffe es nicht. Mhm. Ich wüsste nicht, was sie für einen Bezug dazu haben könnte. Ich wüsste nicht, wie sie Kontakt herstellen könnte, aber ich habe auch lange geschlafen. Das ist wahr. Ja, dann ist mir das anzumerken, unser Band? Dir oder mir? Mir. Wahrscheinlich schon. Du bist doch aus deiner Pyramide herausgeflogen. Ja, das waren... Ja. Das ist die Frage, sollte ich irgendwo Helena über die Füße laufen, würde sie das auch erkennen?
Vermutlich nicht, solange sie nicht von deinem Blut nimmt. Da waren sie meine drei Probleme. Gut, dann. Damit muss ich wohl leben. Nun würde ich eben meinen Becher zurück hinterreichen. Das ist, glaube ich, der schmerzloseste Weg. Für was? Wolltet ihr mir nicht Blut von euch geben? Oh, ich wusste nicht, ob ihr weiter daran Interesse hegt. Ich bin sowieso schon ein Ausgestoßener. Und dann, der Prinz hat uns im Moment nur unter seinen Fetischen, weil wir ihm gerade nützlich sind. Aber sobald wir das nicht sind oder sobald er mehr Vorteil daraus zieht mit der Pyramide, sprich den Tremere, einen Handel einzugehen und mich dafür zu opfern, wird er das sofort tun. Ich muss jetzt an meine eigene Haut denken und an die meiner Freunde. Gut. Dann reicht er den Becher zurück. Ja, ich schaue in die rote Suppe da drin, zuck mir den Schultern, trink das. Ja. Und du fühlst wieder dieses Gefühl, was dich schon einmal durchströmt hat. Lange ist es jetzt auch schon her. Mhm. Und ja, ist vielleicht dieses Mal noch ein Ticken stärker. Also eine tiefe Zuneigung zu dieser Person, die da bei dir im Auto sitzt. Selbst, also der könnte dir jetzt auch was weiß ich was erzählen, du würdest ihm alles glauben. Zum Beispiel. Wer weiß, ob das vorher nicht auch schon so der Fall war. Ja, klar, aber das klang zumindest logischer als alles andere, was ich jetzt gehört habe. Ja. Gut, dann lass mich an der Ecke da vorne raus. Und pass auf Helena auf. Ihr meint, ich soll aufpassen, dass ich ihr nicht über die Füße laufe. Wenn du das tust, versuch sie zu töten. Wie? Feuer, Sonnenlicht, Pflock zum Fällen und dann Kopf ab. Ich gehe davon aus, dass sie wesentlich stärker ist als ich. Das ist wohl wahrscheinlich. Deswegen gut. Solltest du nicht frontal auf sie losgehen. Ich verstehe. Dafür muss ich aber erstmal genau wissen, wer sie ist. Aber danke dafür. Sie steigt aus, legt die Tür zu und winkt dir nochmal. Ja. Sobald er ausgestiegen ist, bleibe ich an der Ecke stehen, schreibt Melina, wenn du noch bei deiner Kontaktperson bist, frag, ob der, den wir damals gerettet haben, den Vertrag mit den Werwölfen geschlossen hat. Du hoffe, du erinnerst dich. Hup. Schick das ab. Ja, Melina ist, wie gesagt, inzwischen bei der bei den Gangrel angekommen. Und ja, das Haus steht immer noch und auch die Umzugskartons sind immer noch da und wirst auch reingelassen und kannst natürlich auch mit der Inyaga sprechen. Hallo Inyaga. Du siehst mich heute schon relativ schnell wieder. Wir haben uns jetzt herausgefunden. Ja, vielleicht. Wir haben uns erstmal dein Buch zu Gemüte geführt. Vielen Dank dafür. Wir haben versucht, was rauszukriegen. Ich glaube, wir haben vielleicht ein Wehrwesen in der Stadt getroffen. Jonathan, einer aus meiner Gruppe, hat die Aura gesehen. Und ich beschreibe so, wie er erzählt hat, dass er die Aura gesehen hat. Ich kann damit mit den Farben nichts anfangen, aber ne, so. Mhm. Und er ist anscheinend in einem Spiegel verschwunden. Auch das scheint zu dem zu passen, was du mir erzählt hast. Jetzt waren wir bei Maureen und William hat eine Vision vom Blutmond gehabt. Die Zeichen scheinen sich noch mehr zu verdichten. Wie ich sagte.
Und ich beschreibe so ein bisschen, was er erzählt hat von diesem Wesen in Ketten, was da irgendwie ausgesaugt wird von den kleinen Männchen und dann in diesen Blutmond explodiert, so wie er das beschrieben hat. Mhm. Das passt. Es scheint immer mehr... Was ist das, was dieses Wesen in Ketten aussaugen will? Es hat für mich nicht so richtig zu dem gepasst. Was... Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Anscheinend weiß hier kaum noch jemand was von dem Vertrag zwischen Vampiren und Werwölfen. Den Eindruck habe ich auch gewonnen. Sonst wäre es gar nicht erst so weit gekommen. Ja. Meinst du, es besteht die Möglichkeit, dass wir das Wissen darum irgendwie auffrischen? Gibt es das schriftlich oder irgend so? Ich frage mich gerade, wie wir diesen Krieg verhindern können. Meinst du, es wäre möglich, dass wir mal ganz bewusst auf ein Wehrwesen treffen und mit ihm sprechen, ohne Waffen, in friedlicher Absicht, um einfach mal zu klären, was das hier gerade für ein Scheiß ist, in dem wir gegeneinander ausgespielt werden sollen und aufeinander losgehen sollen, um irgendwie vielleicht zusammen die Köpfe zusammenzustecken und zu überlegen, wer jetzt hier gerade wirklich unser Feind ist und wer gerade so mit uns spielt und das aufs Spiel setzt, dass wir uns hier in die Haare kriegen über der Stadt? Ich habe Sie gewarnt, was hier in unserer Gesellschaft vor sich geht. Aber Sie haben gerade andere Probleme, meinen Sie? Andere Probleme als ein Krieg mit den Vampiren? Ja, Sie sind ziemlich zuversichtlich, dass das das geringere Problem ist. Okay, also scheint auch bei denen die Kacke am Dampfen zu sein, aber so richtig. Was läuft hier gerade? Inyaga, habt ihr irgendwas mehr rauskriegen können? Nein, aber ich wüsste auch nicht, wie ich das tun sollte, ohne den Vertrag zu verletzen. Naja, also... Das ist ärgerlich. Ich war nur ursprünglich hierher gekommen, um tatsächlich zu fragen, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, mit einem Werwolf zu sprechen über diesen Vertrag. Rein theoretisch schon, aber wie ich schon sagte, Sie sind gerade ziemlich beschäftigt. Ich weiß nicht, ob sie mich oder irgendwen anhören. Okay, das muss ich dann wohl akzeptieren. Ich hatte nur gehofft, das könnte irgendwie eine Möglichkeit sein, um das Wissen, um diesen Vertrag irgendwie wieder ins Bewusstsein zu kriegen. Das irgendwie präsent zu machen, dass wir um diesen Krieg herumkommen. Die anderen scheinen einen falschen Kehricht darum zu geben. Sie wollen Blut. Und sie haben sich massiv bewaffnet und wollen einfach blind drauf losrennen. Ja. Ich habe schon einen Krieg gesehen. Das ist nicht schön. Und oft werden die verletzt, die gar nichts damit zu tun haben, die unschuldig sind. Wenn ich das irgendwie vermeiden kann, will ich das vermeiden. Ich sehe keine Möglichkeit, deswegen wollte ich die Stadt ja auch verlassen. Das weiß ich. Aber ich bin noch nicht bereit aufzugeben. Ich höre, dass du keine Möglichkeit siehst, aber... Ich werde nicht in den Krieg ziehen. Und weil ich mich raushalte, werde ich zum Ziel derer, die angreifen. Ja, du hast recht, mit deiner Position ist es wahrscheinlich dann die klügste Wahl, tatsächlich zu gehen. Aber ich mag noch nicht aufgeben, ich will es noch weiter versuchen. Und ich hoffe auf deine Unterstützung, weil ich weiß, dass wir das Anliegen teilen, dass es hier nicht zum Krieg kommt.
Ja. Aber wie gesagt, mir fällt keine Möglichkeit ein. Ich kann versuchen, Kontakt herzustellen, wenn es euch weiterhilft, aber ich kann keinen Erfolg versprechen. Der Versuch reicht mir. Gut. Versuche ich das. Okay, ich schreibe ihr meine Handynummer auf und gebe ihr die und sag, meld dich, so schnell du irgendwie was hörst. Gut. Sonst ja, noch dann irgendwas Neues? Ja, jetzt kriegst du gerade die Nachricht irgendwie von Jonathan mit dem letzten Nachricht hier. Kannst du nochmal wiederholen, Jonathan, was du eben sagen wolltest? Nee, habe ich gehört tatsächlich. Inyaga, war Menele dabei, als der Vertrag mit den Werwölfen geschlossen wurde? Ja. Woher kennst du Menele? Wir sind uns begegnet. Ist das so? Ja, er ist in der Stadt. Wo? Das weiß ich nicht genau. Aber er ist wieder hier. Ich habe nicht die Möglichkeit, ihn zu finden. Und ich glaube, das ist ganz bewusst so. Es scheint so, als ob einer meiner Gefährten auf ihn getroffen wäre. Die letzte Information, die ich hatte, war, dass er in Starre liegt. Das war so. Und wir haben ihn da rausgeholt. Ihr habt was? Also, ja. Das ist Wahnsinn. Wie konntet ihr einen so alten und mächtigen Vampir aus der Starre holen? Hast du mal versucht, sich dagegen zu wehren, wenn der möchte, dass du das tust? Das macht die ganze Situation jetzt etwas schlimmer, als es vorher war. Dann haben wir nicht nur den Krieg zwischen den Vampiren und den Werwölfen, dann haben wir innerhalb Chicagos auch noch einen Krieg unter den Vampiren. Was? Warum? Menele wird auf jeden Fall alles daran setzen, Helena zu töten und umgekehrt. Aber wer ist denn Helena? Ich weiß es nicht. Auch da ist die letzte Information, dass sie irgendwo in Chicagos Nähe in Starre liegt. Das heißt, sie könnte auch wieder da sein? Wenn der eine aus der Starre erwacht ist, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der andere auch erwacht. Ihr habt zwei überaus mächtige Vampire auf die Welt losgelassen. Menela ist an sich ja kein schlechter Kerl, aber sein Hass gegen Helena macht ihn blind. Er würde alles tun, um sie zu töten und zu vernichten. Tja, und jetzt ist die... Ich bin wieder rausgeflogen. Ich bin gerade auf dem Weg in mein Büro. Ich gehe an den PC mit der festen WLAN-Leitung, also mit der festen LAN-Leitung. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Tja, das ist sowieso die bessere Sache. Ja. Das ist aber mein Arbeitsplatz und das ist ungemütlich. Und außerdem muss ich da arbeiten und kann da nicht so Freizeit haben. Bin gleich da. Ja gut,
Während William und Emma irgendwie ihre Geschäfte nachgehen, beziehungsweise William ja Wrestling guckt, wird euch etwas auffallen. Ihr habt ja auch dieses Penthouse mit der Rundumsicht quasi. Und ihr habt ja auch immer ein Auge darauf gehabt, dass dieser komische Gargoyle, der auf der anderen Seite auf dem anderen Tower immer stand und in eure Richtung geguckt hat, den hattet ihr auf jeden Fall ja immer im Blick gehabt. Also ich weiß nicht, wie es William geht, aber ich glaube, Emma hat das auf jeden Fall auch im Blick gehabt, oder? Ja. Ja, der ist auf einmal verschwunden, als du jetzt nochmal irgendwie so standardmäßig nachschaust, ob er noch da ist. William? Ja? Hast du schon gesehen? Der Gargoyle ist weg. Der Gargoyle ist weg. Aber das ist gerade der Hauptkampf, der Main Event. Nimm's auf. Oh, das ist eine sehr vernünftige Idee. Das kann ich gerne tun. Siri, nimm mir sofort diese Folge des Wrestlings auf. Dankeschön. Und dann gehe ich zum Fenster. Ja, du schaust rüber auf das andere Gebäude und tatsächlich ist der Gargoyle weg. Du hast vollkommen recht, der Gargoyle ist weg. Warte mal kurz. Alexa, wähle Jonathans Nummer. Bei Jonathan klingelt's. Wo ist denn Jonathan gerade? Ist der noch mit Melele im Auslass, ne? Nee, Melele ist ja ausgestiegen. Nee, der ist irgendwo in der Stadt unterwegs und wartet auf Feedback von Melina. Dann gehe ich mal dran. Ja, bitte. Der Gargoyle ist weg. Und ich danke auf. Für die Information. Ja, würde ich mal irgendwo hinfahren, wo irgendwas Überdachtes ist. Du hast ihm jetzt nur gesagt, dass der Gargoyle weg ist und hast dann wieder aufgelegt. Warum? Na, damit der Bescheid weiß. Was hätte ich denn deiner Meinung nach machen wollen? Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Vor dem Keine Wrestling. Ahnung. Es ist schon ein bisschen her. Ich meine, wir sind schon beim Main Event. Also diese Veranstaltung geht genau... warte, wir haben 6 Kämpfe. Davon gehen einige über 10 und einige über 20 Minuten. Diese Zwischensequenzen, wo die Menschen miteinander reden. Ich würde sagen, 3 Stunden ungefähr. Wann habe ich ihn zuletzt gesehen? Ja, du warst jetzt ja auch eine ganze Weile beschäftigt damit, irgendwie die E-Mails zu schreiben und so. Irgendwie, das ist vielleicht eine halbe Stunde her. Also ich habe ihn vor einer halben Stunde noch gesehen. Warum ist er denn jetzt auf einmal fort? Was war unsere Vermutung, wo der herkommt? Von den Tremere, ne? Ja. Ja, dann rufe ich nochmal Jonathan an. Jonathan ist klingelnd. Ich gehe dran und sage, ja, bitte. Was heißt das? Was? Na, dass auf einmal der Gargoyle weg ist. Na, dass er mich beobachtet und nicht euch. Das ist schon mal sehr gut. Ach, du meinst, er folgt dir? Aber ich habe ihn vor einer halben Stunde noch gesehen und du bist schon länger weg. Entweder hat er es vorher nicht mitbekommen, was ich nicht glaube, oder schau doch mal bitte, ob unser Pflegekind zu Hause ist. Gut, dann gucke ich in das Zimmer von Portia. Portia ist da. Spielt gerade am Handy rum. Portia ist da. Was gibt's denn? Dann weiß ich nicht. Ich habe, wie gesagt, nur so gewunken und bin wieder rausgegangen. Tür auf, hallo, Tür zu. Das ist der Moment, wo dich die Jugendlichen verstört angucken. Eltern. Aus Erfahrung. Also,
Ist irgendwas bei euch passiert? Nein, warum alles gut. Verschwindet der einfach? Keine Ahnung. Jonathan? Du weißt, dass er ein ganz schlechter Lüge ist. Das geht jetzt nicht. Okay, aber später. Ja, ich habe jemanden getroffen, von dem niemand erfahren soll. Jemand, den nur wir vier kennen. Ich denke, wir verstehen uns. Ah. Und am besten erzählst du es auch nicht William, weil der kann seine Luke nicht halten. Sollen wir euch irgendwie entgegenkommen? Ich bin noch alleine in der Stadt unterwegs. Ich muss aber nochmal mit Melina außerhalb der Wohnung sprechen, weil da Leute sind, die das nicht erfahren sollen. Damit bist nicht du und nicht unser bester Kumpel von Siri gemeint. Deswegen die Frage, ob wir zu euch stoßen sollen. Dann wird aber die Person, die es nicht wissen soll, hier, wie heißt das Wort? Nein, auf uns misstrauisch werden, so rum. Na gut, ich habe hier eh noch was zu erledigen. Dann beeilt euch aber. Tut mir leid. Ja, auf jeden Fall. Bis später. Bis dann. Ja, und dann lege ich auf. Dann klingelt es an der Tür bei Emma. Guten Tag. Dann gehe ich zur Tür und schaue durch den Türspion. Ja, draußen steht dir eine bekannte Gestalt mit zurückgegelten Haaren. Der Kaiser steht. Das hättest du gerade hören müssen. Ich habe gesagt, bitte nicht der Kaiser, bitte nicht der Kaiser. Sowas höre ich immer. Ja, ungefähr so würde sie jetzt auch an der Tür stehen, so, oh Gott. Aber sie öffnet die Tür und versucht, ein Lächeln hervorzubringen. Hallo? Macht eine tiefe, ausladende Verbeugung. Guten Abend, verehrte Emma Williams. Ich wollte nur nach dem Rechten sehen. Es ist alles in Ordnung. Darf ich Sie hereinbitten? Oh, sicherlich. Ich habe auch etwas mitgebracht und zieht so einen Blumenstrauß aus dem Ärmel. So Plastikblumen. Oh, fantastisch. Dankeschön. Ich nehme die Blumen entgegen und ja, bedeute ihm hereinzukommen. Sind Sie alleine hier? Nein. Doch, wie schade. Und jetzt ist sie umso erleichterter, dass sie nicht alleine ist. Vielleicht hört man das an einem Phew. Und dann deute ich auf Jonathan, der jetzt wahrscheinlich wieder, auf William, der jetzt wahrscheinlich wieder auf der Couch sitzt und weiter Wrestling guckt. Selbstverständlich. Und die kleine Porsche ist auch da. Wer? Ist auch da? Porsche. Ach so, ja. Hervorragend. Ich glaube, Sie haben sie bereits kennengelernt. Ja, habe ich. Das Vergnügen hatte ich bereits. Kann ich etwas für Sie tun? Ja, nicht für mich direkt. Ich bin quasi in einem höheren Auftrag hier. Für wen, wenn ich fragen darf? Nun, für meine Herrin soll ich eine Botschaft überbringen, beziehungsweise eine Frage stellen. Du kannst ihr eine Botschaft überbringen. Ich versohle ihr den Arsch, wenn ich sie sehe. Seine Herrin ist Williams Erschafferin, ne? Ja. Okay. Sollt ihr mir diese Nachricht überbringen oder William? Warum denn dem William? Nun, ich dachte, die beiden haben eine spezielle Beziehung, während ich zu eurer Herrin genau genommen gar keine Beziehung habe. Nein, aber ich habe ein fröhliches, gutes Wort bei ihr eingelegt. Ein fröhliches, gutes Wort für mich. Ja. Okay, warum? Naja, es sind ja gerade einige schlimme Dinge am Passieren in dieser Stadt. Und wir suchen
ja, Verbündete, sag ich mal so. Leute, mit denen wir zusammenarbeiten können. Und da habt ihr an mich gedacht. Mir ist jetzt spontan keine bessere Sängerin eingefallen. Aber wofür braucht man in diesem Krieg eine Sängerin? Man kann nie genug Sängerinnen haben. Ihr werdet da mehr Erfahrung haben als ich. Oh ja, oh ja. Und ich habe mir gedacht, die zweitschönste Frau unter diesem, unter dem Mond könnte uns... Die Augenbraue geht hoch. ...bestimmt behilflich sein. Worum geht es denn da genau? Nun, guck zu William rüber. Macht der das, was er gesagt hat, wirklich? Nun, es ist zumindest sein Plan. Dann sollte er vielleicht nichts davon mitbekommen, was ich anzubieten habe. Das wäre kontraproduktiv. Vielleicht ändert das aber auch seine Meinung. Ich mag ihn nicht. Er ist ein... Das tun viele. Er ist ein Aufschneider. Dir ist schon bewusst, dass ich dich höre? Natürlich ist mir das bewusst. Reibt sich so nun die Nase, gut, wo du dem das letzte Mal die Nase gebrochen hast. Du Pinguin. Dann solltest du auch wissen, dass ich gleich rüberkomme und dir die Knochen breche. Ach, lassen wir das doch. Erstens habe ich keine Lust, hier wieder aufzuräumen und zweitens würde das die Sache sicherlich nicht vereinfachen. Mein lieber Herr Kaiser. Meine liebe Frau Williams. Ich bin natürlich sehr neugierig von Natur aus und daher interessiert an dem, was Sie mir zu sagen haben. Nichtsdestotrotz muss ich darauf hinweisen, wenn es für seine Ohren nicht bestimmt ist, dann wahrscheinlich auch nicht für meine. Denn wie Sie sicherlich feststellen, allein an der Gegenwart Williams in diesen Räumlichkeiten... Das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Dass wir so Sie eine Art nicht... Familie sind. Ich kann es dir sehr genau erklären. Ich sehe einfach gut aus im Gegensatz zu dir. Wir haben keine Beziehung, William. Aber wir sind doch Eltern. Zwangsweise. Also haben wir eine Beziehung. Nein, wir sind Freunde. Aber... Wir haben kein gemeinsames Kind. Wir sind Aufpasser für Portia. Das ist gut. Und wenn du dich so in anderen Momenten mal als Vater sehen würdest, wäre das durchaus hilfreich. Nein? Das war wieder klar. Jedenfalls wollte ich nur klarstellen, wir sind Freunde und fast schon so etwas wie Familie, wenn auch nicht in dem Sinne, wie William das gerade äußerte. Deswegen werde ich nicht versprechen, dass das, was Sie mir sagen, nicht auch früher oder später er erfährt. Beugt sich so zu dir rüber, um dir irgendwie ins Ohr zu flüstern. Ist der denn vertrauenswürdig? Inwiefern fragen Sie das? Was fragt er? Naja. Guck mal da, der haut dem Kraut aufs Maul. Oh, ja, jetzt kommt er gleich, der Spear des Eine Todes. Eine sehr gute Ablenkung. Ja, wenn ich etwas kann. Nun, ihr wollt doch bestimmt auf der richtigen Seite stehen, wenn der Krieg ausbricht, nicht wahr? Das wäre durchaus hilfreich und ich denke, dass William immer an unserer Seite stehen wird. Also an der von Jonathan, Melina und mir. Können wir darüber noch nicht? Also, jetzt mal ehrlich. Warum? Der ist gaga. Ja, wie manch andere auch. Und ich schaue ganz unauffällig den Kaiser an. Ja, dem gefällt es, dass du ihn anguckst.
Es gibt viele Leute, die Gaga sind, aber das heißt nicht, dass sie böse sind. Reibt sich nochmal über seine Nase. Das sehe ich ein bisschen anders. Meine Knochen. Verständlich. Aber es ist ja alles wieder gut, oder nicht? Nun, ich mache dieses Angebot genau einmal, Frau Williams. Werden Sie den los und ich helfe euch. Es tut mir leid, wenn zu diesem Angebot gehört, dass ich William loswerde, dann muss ich es wohl ausschlagen. Wer will mich loswerden? Niemand. Der Pinguin, glaubst du eigentlich, ich bin dämlich? Ja. Sehr gut. Siri, spiele das Lied vom Tod. Und ich erhebe mich. Ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Ich glaube, Sie werden diese Entscheidung bereuen, Mrs. Williams. Ganz fürchterlich bereuen. Das mag sein. Ja. Er macht so in seinem Pinguin-Schritte zurück Richtung Tür. Genau, dann nehme ich Anlauf und mache jetzt einen Spear, so wie ich ihn gerade im Fernsehen gesehen habe. Ja, sah sehr gut schön aus. Einmal Dexterity und Brawl. Dexterity und Brawl. Wo ist mein Bogen schon wieder hin? Können wir nicht lieber Wrestling nehmen? Ach so, ist ja Brawl. Naja. In der Tat. Okay, kommt sofort. Das kannst du doch auch ganz gut. Ich muss Lady Luck suchen. Spear from Hell. Jawohl. Der arme Kaiser, der kriegt's immer ab, ey. Wird jedes Mal von William verprügelt. Oh, weg ist er. Hat er wohl verloren. Der hat's ja auch verdient. Ich würde sagen, ich habe ihn falsch eingeschätzt. Wenn der irgendwie auch der Handlanger von Jonathans Erschafferin ist, hat der nicht viel zu melden. Und da kommt zumindest die Roll 75 DC. Ich glaube nicht. So gut ist es dann auch wieder nicht. Ah, 7d10. Ja, jetzt muss noch das Leerzeichen zwischen dem R und der 7. Dann kann das auch klappen. Du Scheiße. Akuma Sera hat gewürfelt. Keinen Erfolg. Sera kann ich würfeln für mich. Mhm. Warum hat er das denn nicht gemacht? Bin ich zu doof. Also, kopier doch Seres Befehl einfach und dann. William könnte ihn ja mal töten, dann wäre er weg. Ja, das wäre. Könnte er machen. Schaffst du es noch? Joe? Ach, da kommt's. Zwei Erfolge. Ja, sehr schön. Also du machst den Spear, du darfst auch irgendwie Schaden würfeln mit Stärke und die zwei Erfolge. Also zwei Würfel für die Erfolge, zwei und dann so viel Würfel, wie du Stärke besitzt. Okay, auch das mache ich sofort. Sehr schön. 5. Ja, beschreib mal, was du da mit ihm machst. Das wird ihm sehr wehtun, was du da gerade gemacht hast.
Er wendet sich ja durch die Tür oder Richtung Tür. Er hat sich so rückwärts Richtung Tür bewegt. Ja, ich bin halt einfach volle Elle auf ihn zugerannt und schepper halt mit ihm dann fett durch die Tür. Das habe ich schon mal gesehen. Mhm. Das haben die vorhin auch gemacht. Also mit einem Tisch. Gut, dass ihr weit umzieht. Ich habe gerade keinen Tisch. Ja, ihr geht voll durch die Tür durch und dann liegst du auf ihn drauf und jetzt? Also und auf ihm und hinter ihm ist die Tür und alles ist zerdeppert und zerbröselt und er ist, ja, wahrscheinlich... Ja. Und dann hau ich ihm noch mal auf die Nase. Okay, dafür lasse ich dich jetzt mal nicht würfeln. Ja, das macht wieder ein lautes, knackendes Geräusch und da bricht irgendwas. So, und jetzt bestelle ihr, wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen. Dann lasse ich ihn aufstehen und... Der kann nicht mehr aufstehen, er liegt da. Gebrochener Nase und was weiß ich was. Musste das jetzt sein? Ja, das musste sein. Und weißt du was? Ich bin noch nicht fertig. Portia steht auch in der Tür jetzt. Was passiert denn hier? Portia, pass auf. So macht man das beim Wrestling. Dann nehme ich ihn hoch. Mhm. Nein, William, jetzt ist gut. Vor die Tür mit ihm und gut ist. Okay, ich bringe ihn vor die Tür. Ja, dann gehe ich mit ihm runter. Also, und wenn ich unten angekommen bin, mache ich noch den Canadian Destroyer und lasse ihn dann quasi durch die Tür fallen. Also durch die offene. Ich muss ja nicht noch eine Tür kaputt machen. Was ist ein Canadian Destroyer? Naja, man nimmt halt seinen Gegner und hat ihn kopfüber und dann macht man so eine Art Flickflack oder Salto. Okay. Und knallt halt den Gegner mit voller Wucht mit dem Rücken auf den Boden. Ah, okay. Ich werde dir nachher einen Link dazu schicken, dann kannst du das mal sehen. Ja, gut. Da der sich jetzt so überhaupt nicht wehrt, würfel doch nochmal Schaden mit der maximalen Anzahl, die du hier haben könntest. Also so viele Würfel, wie du... In Brawl und Dexterity hast als und plus deine Stärke, würfel das mal alles. Kommt sofort, ich muss mal ein bisschen klicken und so. Das dürften dann ja 7 12 12 Würfel sein, ja. Au, au. Don't try this at home. Ja, Spoon, der Kaiser ist leider kein Vampir. Eins, zwei, drei, William gewinnt. Genau, und das war angekündigt. 2-4 nur. Hast aber Glück gehabt. Okay, ja. Das macht nochmal ein lautes, knackendes Geräusch und dann liegst du auf ihm drauf und dann, ja. 1, 2, 3. Keiner zählt, ding. Aber... Ja. Ding, 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 ding. Da schallt es irgendwie aus deiner Hemdtasche, wo Siri drin ist. Danke! And the winner is Mortifamart, Wrestling Champion of the World. Habe ich das noch mitgekriegt? Ja. Ja, dann gehe ich raus und untersuche mal den Kaiser. Ja. Wie gut kennt sich denn Emma aus mit Medizin und so? Super! Sie hat ganz viele Folgen von Dr. Sayuri gesehen. Ja. Wie kriegst du denn raus, was ihm fehlt? Naja, ich musste ja für meinen Führerschein einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Mhm. Ich würde zumindest mal Puls fühlen. Ja, kein Puls. William?
Ja. Ich glaube, du hast das kaputt gemacht. Aber das geht nicht so leicht kaputt. William, streich dir mal einen Punkt Menschlichkeit weg. Denn du hast gerade einen Unschuldigen getötet. Also, ein Mensch. Da kann ich ja nichts zu. Jetzt mal ernsthaft, was sollte das? Ich habe dir gesagt, lass es sein. Jetzt haben wir hier eine Leiche von jemandem, der uns gar nichts Böses wollte. Ja, aber das wollte ich nicht. Was denkst du, was außerhalb deiner Fantasiewelt diese ganze Prügelei veranstaltet, außer dass es jemandem danach richtig mies geht? Aber... Normalerweise tut ihr doch nur so, als würdet ihr euch verprügeln, oder habe ich da was falsch verstanden? Naja, nein, schon. Also, Wrestling ist echt. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Naja, ich meine... Ich habe ihn doch gehalten. So wie ich es im Ring auch mache. Ich habe ihn geschützt, so gut ich konnte. William, er ist tot. Also das wollte ich jetzt aber nicht. Ist da irgendwo Blut zu sehen? Ja, das dringt ihm etwas aus dem Mund. Er hat jetzt keine offenen, also die Nase aus dem Mund, aus der Nase halt. Die Nase ist halt gebrochen von dem Schlag. Ansonsten. Bring ihn erstmal in die Wohnung. Ja, und dann gehe ich auch hinter ihm her und guck, ob irgendwer das gesehen hat, ob irgendwer im Flur war oder so. Nö, Portia hat es gesehen, aber sonst. Ja, die treibe ich alle wieder in die Wohnung und schließe die Tür und dann rufe ich nochmal Jonathan an. Welche Tür? Die Tür ist kaputt, ja. Oh. Jonathan. Bitte, Grand. Jonathan. Ja, ich nehme mal ab. Hallo? Zwei Kinder sind eins zu viel. Und das ist ein guter Satz für den Cut. Und ja, wir sehen uns in ein paar Wochen wieder, wenn es wieder heißt Vampire The Masquerade V20. Wann es weitergeht, erfahrt ihr auf dem Nordpol oder über Twitter, wenn ihr mir da folgt. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht heute. Und ich hoffe, euch auch, die ihr mitspielt und die ihr zuguckt und die ihr nachguckt. Und wenn ihr das toll fandet, dann hinterlasst mir doch auf YouTube doch einen tollen Kommentar oder einen Daumen oder beides. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.